Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung mit Heiko Behrendt. Ich freue mich sehr, dass er wieder für uns die Zeit gefunden hat und mit uns das Webinar heute macht. Aber selbstverständlich freue ich mich umso mehr, dass Sie heute live dabei sind bei dem schönen Wetter draußen. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso-Netto. Ich begrüße Sie im Namen von FXZ. Die Märkte bewegen sich jetzt gerade auch nach den CPI-Zahlen. Deswegen ganz schnell den Risikohinweis. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Heiko vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Und das war auch schon das Stichwort, denn Heiko kriegt jetzt den Bildschirm. Ich bin sehr gespannt, was er wieder für ein Thema dabei hat und wie die Märkte nachher aussehen. Also viel Erfolg und viel Spaß. Achso, muss ja mein Bildschirm nochmal übertragen. Jetzt bin ich hier gerade. Genau, habe ich gemacht. Ich doof. Ich glaube nicht. Ah, jetzt. Ich weiß jetzt. Ach ja, Bildschirm übertragen. Es war kurz da. Ja. Ich muss mal schnell noch gucken, welches jetzt war. So. Bei Dirk weiß ich es immer, dann sage ich Monitor 2. Bei dir weiß ich es noch nicht. Monitor 3. Ja, sehr gut. Oder gut. Nur mal hier ein bisschen leiser. Ja, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Wie mich der Nelson ja gerade schon angekündigt hat, mein Name ist Heiko Behrendt, schick mal, viele kennen mich ja auch. Geht ja heute so ein bisschen um das Future-Handeln mit dem Stereo Trader im MetaTrader 5, um das mal so ein bisschen zu zeigen. Wir müssen natürlich heute mal gucken. Wir hatten ja gerade die Inflationsdaten, Verbraucherpreise oder CPI-Daten. Consumer Price Index und die sind minimal besser, also für steigende Kurse oder die Inflation ist etwas geringer rausgekommen, 0,2%. Und das hat die Märkte ganz schön nach oben gewuppt. Passt zu meinem heutigen Ausblick, den ich auf meiner Homepage ja immer gebe. Und wir können ja da nochmal kurz drauf gucken. Und zwar, ich hoffe, dass im Hintergrund das Piepen ist nicht allzu laut. Ich habe jetzt aber gerade irgendwo einen Chart. Vielleicht muss ich das dann nochmal ausmachen. Obwohl ich kann eigentlich die Verbindung hier beenden. Warte mal, ich beende mal kurz die Verbindung zum Ninja Trader, den ich auch noch mit offen habe. Sonst piept das, glaube ich, hier jede Minute. Ich habe irgendeinen Chart irgendwas eingestellt und finde den gerade nicht. Gut, so. Eher zufällig heute war ich ein bisschen aktiver auf meiner Webseite, nicht auf meiner Webseite, auf meinem, wer ist das Ding hier? Facebook, genau. Ihr findet die Tagesanalysen immer auf meiner Homepage als Rückblick und dann auch als Ausblick. Und die Frage war heute, was da passieren kann und ich hole mir mal das kurz her, wir machen dann auch noch gleich einen kleinen Ausbildungsanteil. Aber weil es halt gerade so aktuell ist, deswegen dachte ich mir, schauen wir uns das hier mal kurz an. Es geht mir nicht bei sowas eigentlich darum, halt recht zu haben, sondern es geht einfach darum, zu überlegen, was kann man sich vorstellen. Und für mich war es zumindest heute durchaus eine Möglichkeit gewesen, dass, wenn wir gute News bekommen, dass wir hier einen über die News gesehen eine Bewegung bekommen, die nach oben geht, dann in Richtung 13.601, 13.613, 13.645. Tageshoch von gestern 13.678 und da oben haben wir bei 13.688 einen Xetra Gap Close da oben. Und wenn wir uns jetzt mal den aktuellen DAX hier anschauen, dann sehen wir, dass wir, ich habe heute hier da mal ein bisschen rein kommentiert, dass wir jetzt das Gap hier relativ gut zugemacht haben. Also ganz gut gepasst. Ja, die Bewegung war so wenig Liquidität hier im Markt, dass wir im CFD und sogar auch im Future wirklich auch Gaps gerissen haben. Und ja, das ist relativ selten, aber zur Sommerzeit und passiert das durchaus. Warte ich mal ganz kurz.
Also nur zur Information, es könnte sein, dass gleich klingelt. Ich muss dann an die Tür, ein Paket wird erwartet. Normalerweise bekomme ich die immer zu anderen Uhrzeiten, aber gerade auf dem Bildschirm kam vorhin eben die Benachrichtigung, dass hier gleich es bei mir klingeln sollte. Mal sehen. Genau, also zurück zum Thema. Ja, von daher hat das Szenario heute hier relativ, ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, relativ gut geklappt. Das Szenario war durchaus ausgelegt, dass der Markt es eventuell schaffen könnte, schnell in diese gestrige Trading Range reinzuziehen, was er gemacht hat. Oben an den Widerständen hat er auch relativ gut konsolidiert. Mega natürlich diese 13.582, die hier einfach durch diese Hochs kreiert worden sind und heute auch respektiert worden sind und dann mit den News dann halt hier der Abmarsch auf der Oberseite. Also dass der aktuelle Verlauf vom DAX, mal sehen, was dann mit den Amis passiert, wie die die Zahlen abfeiern oder sagen, okay, gute Chance, um da rein zu verkaufen. Wir werden es sehen, weil man trotzdem erwartet, dass die Fed vielleicht weiterhin mit ihrer Zinspolitik da ja weiterhin so straff unterwegs bleibt und ja, vielleicht, falls da irgendwo ein Hinweis kommt, dass es trotzdem bei 5, also 75 Basispunkte bleibt, könnte das Ding natürlich auch wieder abverkauft werden. Wir werden sehen. Genau, ich habe das Ganze hier so ein bisschen kommentiert heute. Da sind auch ein, zwei Trades dabei, die ich da, oh, ich ne Macke, dieses Rumgespamme. Ein Wahnsinn. Oh, ich werde wahnsinnig. Ja. Ich bin hier wirklich, also weiß nicht, wie lange ich da noch bleibe. Ich bin mittlerweile wirklich jeden Tag am Löschen von solchen Kommentaren. Ich komme manchmal gar nicht hinterher, so schnell kann ich gar nicht löschen. So, also hier unten sind die paar Kommentare, könnt ihr euch ja durchlesen. Ist auch, wenn ihr kein Facebook habt, könnt ihr euch, wenn ihr Scalp HB den Link hier eingibt, kommt ihr auf die Seite und könnt das auch lesen. Ja, gut, also das nochmal so aktuell zum DAX. Wir gehen mal rüber. Ich habe heute wieder ein bisschen Ausbildungsthema dabei. Wenn ihr Fragen habt zum Trading, sei es mit Futures, sei es mit dem Stable Trader, sei es zu meinem Trading, wie ich den Markt handle oder zum Ausbildungsanteil oder, dann stellt mir Fragen. Also ihr könnt gerne das Webinar hier mit mir zusammen gestalten und wir schauen uns das Ganze uns mal an, was ich euch heute mitgebracht habe. Denn wir sind ja gerade in der Sommerzeit, man merkt es auch an den Zuschauerzahlen, die etwas geringer sind als sonst, ist auch ganz klar, weil wir ja Ferienzeit haben. Ich bin mit meinem Urlaub, 3 Wochen hatte ich am Stück bereits jetzt durch und ja, aber trotzdem sind ja immer noch Ferien und das zieht sich wahrscheinlich dann oder zieht sich typischerweise bis in Richtung September, also Ende August, Anfang September rein. Bis dann wieder alle da sind, auch in den USA gehen die Ferien so lange. Und von daher wird die Volatilität oder auch der Marktcharakter typisch diesem Sommerloch entsprechend sich verhalten. Und wir haben es immer mal wieder, dass wir einen gewissen Charakter in dieser Sommerphase haben und darauf sollte man sich auch einstellen und ein gutes Beispiel für eigentlich auch so mega Nervtage ist als Beispiel der gestrige Tag. Ich habe euch hier mal den gestrigen Tag in einem 5-Minuten-Chart mitgebracht, um euch so ein bisschen zu zeigen, auch vielleicht seid ihr selber auch angenervt von dieser Marktphase oder kommt vielleicht auch nicht nach vorne oder macht halt mehr Verluste als Gewinne, was durchaus in so einer Phase jetzt nichts Ungewöhnliches ist. Aber wenn man sich vielleicht vom Kopf her auch darauf einstellt, dass einfach in der Phase dass der Sommerzeit oder vielleicht bei gewissen Marktzuständen ich ein bisschen anders handeln muss als sonst, dann bringt uns das ja oder bringt einen das schon mal eine ganze Ecke weiter, dass man vielleicht auch sagen kann, okay, ich habe halt in diesem Marktumfeld keinen wirklichen Vorteil, also bleibe ich halt wirklich weg. Ja, und man klickt dann nicht mal hier, mal da, mal dort. Ich bin jetzt ja 3 Tage aus dem Urlaub raus. Ich habe auch gestern ein bisschen gehandelt, mit kleiner Size, aber muss sagen, ist schon auch ja nicht einfach. Habe gestern Abend dann noch einen guten Trade erwischt, aber ist alles so ein bisschen, naja, semi-optimal, sagen wir es mal so. Genau. Aber durch diese Phase muss man halt auch entsprechend durchgehen. Heute der Tag war auch, der Trade war als solches, den ich heute gemacht habe, okay, aber es war halt echt nervig, weil ich irgendwie 30 Minuten in dem Trade drinne war und den dann irgendwie mit 2 Punkten plus beendet habe. Also, naja, genau.
Also ich habe einen Teil mit 20 Punkten im DAX heute beendet und dann noch ein, ich glaube, zwei, drei Punkte oder und sowas waren es. Also war dann am Ende nicht viel mit der zweiten Position. Also was sehen wir hier in diesem Bild? Also den Nasdaq im 5-Minuten-Chart, da unten seht ihr mit Gelb und zwar zeigt das einfach die Handelsspanne einer 5-Minuten-Kerze an. Ich habe deswegen auch den Ninja Trader hier genommen, weil ich das mir dort besser anzeigen lassen kann als jetzt im MetaTrader. Da könntet ihr zum Beispiel den Indikator ATR nutzen, also die Average True Range, stellt ihr auf 1. Ich wollte es aber als Bar haben, das kann ich dort halt nicht einstellen, um einfach zu sehen, wie lang halt eine 5-Minuten-Kerze ist, vom Hoch zum Tief. Und ihr seht das hier, und ich habe bei 40 Punkten, aber 40 Punkten habe ich hier entsprechend mal einen Strich reingezogen, weil das hier am Anfang bis 17, 17:30 doch so tatsächlich recht oft berührt wurde. Und ihr seht also, ein typischer Charakter des Marktes ist eine hohe Volatilität, 40 Punkte, garniert mit stetigen Richtungswechsel alle 5 Minuten. Wo sehen wir das hier im Chart? Ich habe das mal markiert für euch. Also in diesen beiden Preisbereichen seht ihr, wir bewegen uns so 30 bis 40 Punkte und fast jede Kerze korrigiert die komplette Richtung davor. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich schwer zu handeln, wenn man zum Beispiel sich vorstellt, man würde, und ich muss das mal kurz mal neu starten, mein Zeichentool. Man würde jetzt hier unterstellen, dass der Markt einfach konsequent weiter nach unten fällt. Also ja, wir fallen hier jetzt weiter nach unten. Ja, warum auch nicht? Ja, und dann sieht man, über dem Hoch wird man dann direkt ausgestoppt. Denkt man sich, ah ja, vielleicht ein bisschen Trendumkehr, Rücksetzer, vielleicht Rücksetzer an das lokale Tief hier. Bucht hier vielleicht einen Long ein, ja, und sieht, okay, der Markt geht bis unter das Tief der 5-Minuten-Kerze darunter und die nächste 5-Minuten-Kerze geht wieder hoch. Also ziemliches Hin und Her und das, wie gesagt, bei 40 Punkte Bewegung. Bedeutet, man hat halt oftmals einen relativ hohen Stop, 40, 50 Punkte und kriegt am Ende vielleicht 10 Punkte. Wenn der Markt sich nicht weiter bewegt, ist natürlich schon ziemlich nervig. Genauso auch hier. Ja, vielleicht hätte man hier auch gedacht, okay, der Markt dippt erst runter und dann hier ab nach oben weg. Ja, haut sich hier einen Long rein und sieht dann, okay, das Ding, selbst wenn man hier 60 Punkte, 70 Punkte Stop hat, kommt man halt nicht nach vorne. Ja. Also das sind schon so Richtungswechsel, die sehr schnell sind. Also 5 Minuten ist ja am Ende schon auch schnell. Und damit muss man halt natürlich dann auch klarkommen. Ja. Wie man es vielleicht auch handeln kann, also worauf man sich dann einstellen kann, da gehen wir dann nochmal drauf rein, wenn wir dann in die Praxis einsteigen. Das zweite, stetiger Richtungswechsel innerhalb der 5-Minuten-Kerze. Ja, also in der Kerze, was entsteht dort, wenn ich einen Richtungswechsel innerhalb der Kerze habe? Natürlich Dochte und Lunten. Der krasseste Verlauf für dieses Beispiel ist hier gestern. Das, was ich mit 2 eingerahmt habe, ihr seht, dass der Markt von der Kerze aus durch das Tief der 5-Minuten-Kerze fällt hier nach unten, also die grüne Kerze, und dann über dem Hoch der Kerze davor schließt. Die neue 5-Minuten-Kerze ballert nach oben durch, dreht um und schließt ziemlich tief wieder. Ja. Das ist schon harter Tobak, finde ich. Wenn man halt hier als Triggermarke zum Beispiel eine Kerze hat und sagt, ich gehe entweder unter einem Tief oder über einem Hoch einer Kerze short oder long. Von daher durchaus, ich denke mal, da kommt man auch selber drauf, wenn man überlegt, ich wäre hier unter dem Tief der Kerze, gehe ich ganz klassisch short, weil ich davon ausgehe, dass der Markt weiter fällt. Ja, und über dem Hoch einer Kerze gehe ich klassisch long, weil ich davon ausgehe, dass der Markt halt weiter steigt. Und dann seht ihr, in dem Umfeld macht es natürlich mehr Sinn, genau das Thema umzudrehen, also unter dem Tief zu kaufen und über dem Hoch zu verkaufen. Das ist eigentlich auch das, was ich vorwiegend in den Sommermonaten mache. Hat natürlich aber auch Nachteile, wenn halt der Markt halt stetig steigt oder fällt. Aber ihr seht ja, das passiert ja auch nicht immer. Ja. Also das ist halt auch finde ich, ein ziemlich fieses Rumgehandel. Wenn der Markt sich hier für keine Seite entscheiden kann, auf beiden Seiten immer nur angefixt wird, Frage ist dann immer, woran liegt das? Liegt halt daran, dass hier ja Trader
dass halt immer nur eine kleine Gruppe es halt schafft, den Markt halt von A nach B zu bringen, und sobald die halt raus sind, kommt eine andere Gruppe her und haut die in die Pfanne, wenn man so möchte. Ja, also ein ziemliches Hin und Her, weil sich da, ja, vielleicht kann man so sagen, zwei Trader-Gruppen bekriegen, wenn man so möchte. Also der eine haut den anderen in die Pfanne. Wir müssen halt überlegen, ob man uns sich dem dann aussetzt oder ob man sagt, ich mache das Ding zu, ich habe keinen wirklichen Vorteil und bleibe dann halt weg vom Markt. Drittes, lange Konsolidierungen hier teilweise, ich habe es mal in Klammern geschrieben, 35 Minuten innerhalb einer Außenkerze. Thema Außenkerze haben wir hier auch schon mal in einem der Ausbildungsteile behandelt. Und zwar hier, seht ihr das? 35 Minuten lang ist der Markt innerhalb dieser einen Außenkerze hier, der markierten hier, seitwärts gelaufen. Also kein Schlusskurs darunter. Auch hier das Fiese, wenn man hier natürlich auf, wenn man zum Beispiel hier ein Trader ist, der Breakout-Trade ist, man will hier den klassischen Breakout-Trade Long, kriegt man auf die Mütze. Hier bei dem Short, vielleicht, wenn man seinen Stop-Loss ganz klassisch über den 5-Minuten-Chart nachzieht, hat man hier das Glück gehabt, dass man hier nicht rausgeflogen ist. Hat man den Stop da drüber oder geht die Kerze auch da drüber und fällt dann wieder nach unten, dann hat man da auch wieder einen Ausstopper, wenn man da den Ausbruch dann handeln sollte. Ja, ja und dann gibt es natürlich die ganz klassischen Muster als viertes, dann doch noch vereinzelte Trendphasen, die wieder länger anhaltend sind. Das ist dann halt das Problem, wenn halt der Markt seinen Charakter wieder ändert, also aus diesem wilden Hin und Her in den ersten anderthalb Stunden, die oftmals so sind, dass dann doch ein bisschen mehr Trendcharakter reinkommt. Wir haben hier einmal im 5-Minuten-Chart einen stetig fallenden Markt gesehen und dann auch so einen Aufwärtstrend, den man da ein bisschen breiter anlegen kann, wo der Markt halt in so einer Kassestruktur, nennt man das, drei Schritte vor, zwei zurückläuft. Ja, da braucht man halt viel Zeit, weil der Markt halt immer wieder an einem Punkt vorbeikommt, um dann halt doch wieder in die richtige Richtung zu gehen. Bestes Beispiel auch für heute ist, können wir hier das nochmal als Beispiel nochmal nutzen, mein Trade dazu. Habe ich das Bild in 3, ja genau hier. Das war mein Trade, also mein Entry. Ach Quatsch, mach ich zu, nicht doof. Mein Entry war, was war da? Mein Entry war hier vorne gewesen, also hier da, wo der blaue Pfeil ist, da war mein Entry gewesen. Und ihr seht, ich habe hier oben einen Teilverkauf gemacht am letzten Hoch und darauf gesetzt, dass der Markt dann halt weiter steigt, ganz klassisch. Also ich wollte durch die 82 durch. Dann kommt er zurück und liefert mir hier auch nochmal einen theoretischen Long-Signal. Also das heißt, ich war hier mit der Teilposition, musste ich alles hier verkraften, den Rücklauf. Es sind von hier oben bis hier runter auch irgendwie fast 40 Punkte, bevor dann der Markt erst wieder angefangen hat oder angefangen ist zu steigen. Also ihr seht, zum Glück hatte ich die Hälfte draußen. Es war jetzt auch keine wirklich große Position. Und von daher konnte ich das halt aushalten und hatte mich entschieden. Und das ist ja das Schöne im Stereo Trader, den Gesamttrade so leicht BE zu setzen. Und damit war alles gut. Ja, und das passiert halt relativ oft, dass der Markt halt immer, egal wo man einsteigt, immer wieder an dem Punkt mindestens ein oder zweimal vorbeikommt. Ihr könnt hier im Nasdaq eigentlich, egal wo ihr gestern bis, also sagen wir so, außer wenn ihr das Tageshoch oder das Tagestief nehmt, was man auch in unter Nachbetrachtung sieht, aber egal wo ihr wahrscheinlich hier eine Linie reinzieht, der Markt kommt immer wieder dran vorbei und holt euch halt raus und macht vielleicht danach erst die richtige Bewegung. Nur als Beispiel, wie gesagt, um das nochmal zu verdeutlichen. Ja, als Beispiel, man ist hier irgendwo in diesem Bereich long gegangen. Und man sieht, wie lange man halt braucht, bis sich der Markt dann halt davon absetzt. Und dann ist man das erste Mal 20 Punkte vorne, freut sich vielleicht noch, dass man hier entsprechend 20 Punkte vorne ist und sagt, okay, jetzt nach 5, 10, 15, 20 oder selbst wenn man hier hinten eingestiegen ist, sind es auch schon mal 15 Minuten. Keine Ahnung, man ist eine halbe, dreiviertel Stunde in dem Trade drin, denkt sich, okay, jetzt kann ich den Trade hier unten mal BE absichern. Und dann sieht man halt, der Markt taucht halt hier nochmal ein, bis an die lokalen Tiefs ran und geht dann erst deutlicher nach oben. Ja. Und selbst wenn man, und das ist halt auch durchaus ein Thema, man sollte nicht
oder bei solchen Marktphasen wirklich überlegen, ob man an einem Hoch wirklich long geht. Ihr seht, wenn man hier am Hoch long geht, klar, man kommt ein bisschen nach vorne mit Stop auf BE gezogen, wird es halt plus minus null. Besser ist halt zu gucken, ob man aus dem Tief heraus eher den Trend halt schafft zu treffen. Oder ihr seht es auch hier bei der Phase, da geht der Markt halt nur leicht drüber und fängt direkt über dem Hoch an zu korrigieren. Ja, also am Hoch long oder am Tief short zu sein, ist halt, naja, suboptimal in dieser Phase. Wie gesagt, es gibt durchaus die Breakouts, gibt es halt immer. Also wenn man sich jetzt das hier anguckt, der Breakout hier, der hat ja geklappt, weil der Markt da direkt durchgefallen ist. Aber schaut man sich dann wieder diesen Durchbruch hier an, der hat nicht geklappt, der ist gescheitert. Schaut man sich, keine Ahnung, diesen Durchbruch an, der ist gescheitert. Wo auch immer man dann hinguckt, sehr viele Durchbrüche auf beiden Seiten scheitern dann. Das ist halt auch ganz typisch. Ja. Genau, deswegen halt gucken, ob man halt von unten rauskommt. Also tief kaufen und eher hoch verkaufen ist dann das Thema. Bei einem Long Trade, Short Trade natürlich genau umgedreht. Ja, das soweit mal mein Ausbildungsanteil von was wir halt vornehmend sehen, sind die ersten drei Punkte, dieses stetige Richtungs-Hin- und Hergewechsel. Und da muss man schon aufpassen, dass man sich dort nicht verliert. Und ihr seht halt, 40 Punkte sind bei einem CFD oder wenn ich jetzt heute im Mikro-Future handeln sollte, sind das 2 Dollar pro oder ja, 2 Dollar pro Punkt, ja, oder 2 Euro pro Punkt, kann man ja sagen. Ja, und bei 40 Punkte gegen mich, wenn ich da drei Kontrakte drin habe, das sind gleich mal 240 Euro, die man vielleicht hinten liegt und dann darauf hoffen muss, dass die nächste 5-Minuten-Kerze vielleicht, wenn man auf der verkehrten Seite eingestiegen ist, wieder komplett zurückkommt. Also da kann man schon durchaus ziemlich viel Geld auch liegen lassen. Ja, und dann, wenn man dann solche Verluste realisiert hat, hat man fast, auch vor allem, wenn dann die Volatilität als solches abnimmt, hat man kaum noch eine Chance, bei dieser abnehmenden Volatilität dann entsprechend die Verluste wieder wirklich reinzuholen. Ja, weil der Markt halt immer hin und her ist und man vielleicht denkt, okay, bin long, der Markt steigt, man hofft darauf, dass der Markt vielleicht weiter steigt an das Hoch hier ran, um dann halt zu sagen, okay, jetzt habe ich den Verlusttrade davor halt wieder ausgeglichen und dann kommt er doch wieder zurück auf Null, bevor er erst wieder steigt. Ja. Also dessen sollte man sich in der Phase bewusst sein. Wie kann man es handeln? Nur vielleicht nochmal als Idee. Also Idee ist es halt vorwiegend, also über einem Hoch einer 5-Minuten-Kerze auf Short zu gucken. Unter dem Tief typischerweise eher auf Long zu gucken, wenn man erkennt, dass der Markt vielleicht so eine Phase halt hat. Stop-Loss trotzdem eng wählen und wenn es, ne? Und vor allem halt nicht darauf setzen, dass der Markt halt, also dass man wirklich das Glück hat, vielleicht mal diese 10 oder 15 Minuten am Stück in eine Richtung läuft, dass man doch eher sagt, ich handle halt mit einem Take-Profit. Dass man halt schnell, ich sage jetzt mal als Beispiel, 10 Punkte mitnimmt und dann ist man halt raus. CAV-Trades, also wenn man jetzt auch Trades sich aussucht nach CAV und nach einem engen Risiko schaut, dann, und das ist halt gar nicht so einfach umzusetzen, als Beispiel, wenn man jetzt hier oben einen Short-Trade eingeht, über dem Hoch, da kriegen viele schon Schwierigkeiten damit, weil sie denken, Mensch, der Markt ist da ausgebrochen. Wenn man dann sieht, wie die 5-Minuten-Kerze fertig ist, und zwar genau der richtige Trade, wenn man sich mal anschaut, wie der Markt jetzt sich hier unten, also darunter gelaufen ist und sich dann das CAV dazu anschaut, dann sind das die Trades eigentlich, wenn man dann sieht, wie wenig der Markt dann im Verlust war, die richtigen Trades, ja. Oder ja, dass man einer Bewegung auch nicht hinterher rennt. Ihr seht das hier. Also wenn ein Markt irgendwie 10, 15 Minuten in eine Richtung läuft, das ist meistens schon das höchste der Gefühle, dann kann man schon auch oftmals schauen, ob man in der anderen Richtung vielleicht besser ist, also den Rücksetzer handelt. Auch hier am Abend zum Beispiel, der Markt läuft hier 15 Minuten nach oben. Wenn man nach 15 Minuten nach oben vielleicht dann guckt, ah, vielleicht könnte ich hier einen Short Trade erwischen, vielleicht passt das ja, dann kommt man hier vielleicht halt entsprechend halt mit. Ja, und auch hier als Beispiel 15 Minuten in eine Richtung, ja, wenn man über den Hochs dann mal guckt. Manchmal kann es auch sein, wie hier bei der 2, dass es halt alle 5 Minuten sich ändert. Kann auch sein. Ja. Gut, das soweit mal der Ausbildungsanteil.
Ich guck mal kurz hier rein, ob ich. Dann gehen wir mal rein in das, was der Markt uns heute hier hingestellt hat. Also, wir schauen es mal an. Wir haben heute, wie gesagt, die Inflationsdaten hier bekommen. Das ist mein Trading-Bildschirm. Vielleicht nochmal als Erklärung. Ich habe hier die drei auf der linken Seite, die drei Top-Werte, die zusammen über 25% schon vom Nasdaq ausmachen. Apple, Microsoft und Amazon. Nur damit man so ein bisschen sieht, wie der Markt halt läuft. Das war halt gestern für mich dann auch so ein Thema, wenn man halt sieht, zum Beispiel, dass in einem Chart die, was gestern halt der Fall war, zum Beispiel die Apple-Aktie, ups, die Apple-Aktie steigt, aber dagegen fallen jetzt Tesla und auch Nvidia, die ja Gewinnwarnung rausgebracht haben, ja, wenn die beiden fallen. Dann bleibt halt im Index, den ich jetzt mal grün zeichne, halt dann am Ende nur so seitwärts oder mal ein bisschen runter und dann wieder hoch. Also ich, wenn der Markt dann, was ich, wenn jetzt hier die Aktie, die Apple-Aktie dann einen Rücksetzer macht, ja, einen Rücksetzer macht und dazu auch noch die beiden schwachen Werten mitfallen, dann gibt es halt oftmals genau dieses Thema, dass der Markt dann hier genau so ein Reversal macht und mal kurz halt 20, 30 Punkte oder vielleicht 40 Punkte fällt, von dem man halt partizipieren kann. Deswegen durchaus ganz interessant. Ich habe noch mehr. Ich habe in Summe 9 Aktien halt offen und die ihr aber jetzt nicht seht alle. Ja. Tesla als solches ist zwar jetzt kein so ein Schwergewicht, aber die prozentuale Veränderung ab und zu in dem Wert führen halt dazu, dass man das auch im Index dann sieht, ja, wenn der große Kauf- oder Verkaufsorder über in der Tesla-Aktie 6, 7, 8, 9 oder 10% halt manchmal ausmachen. Ja. Genau. Ansonsten hier der Spike heute, News Move gewesen. Müssen wir jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier dastehen und ja, wo die hinwollen. Oben rechts seht ihr den Stundenchart, darunter den 15-Minuten-Chart. Man kann auch sagen, oben von mir aus Tageschart, darunter die Stunde. Das kann man aber auch relativ easy hier durchwechseln, dass man hier auf den Tag geht und sich anschaut, okay, wie sieht die Tageskerze aus. Ja? Also sieht schon brutal aus, das Ganze. Müssen wir sehen, ob es sich für uns heute nach diesem, ja, typischerweise nach dem Hin und Her ist es nicht immer easy, auch einen guten Trade zu finden. Werden wir dann sehen, wie die Eröffnung da reinkommt heute. Okay, ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, wie es heute zu den News gelaufen ist. Ich habe mal mir einen Sekundenchart rausgeholt. Hatte ich heute in meiner Skype-Gruppe geschrieben. Muss ich nochmal Skype finden? Ach, da. So, da ist es. Also hier sieht man mal den Sekundenchart und sieht, wie es da gelaufen ist. Ja, in der ersten Sekunde, oder das ist 14:30 und 14:30 und 2 Sekunden dann, gab es die erste Kerze im Nasdaq, ist das hier auch 70 Punkte lang und dann noch höher, ja, ging es hier dann noch entsprechend dann direkt nach oben. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden. 6 Sekunden und da ist der Markt halt in Summe knapp von unter 13.100 bis 13.300. Also 200 Punkte in 7, 8 Sekunden da gelaufen. Ja, muss mal gucken, ob man da entsprechend halt einen Trade bekommt, ja oder nein. Ich selber habe heute dort gehandelt, aber jetzt nicht bei FX Flat im Account. 63 Punkte habe ich mir geholt. Die Kerze in Summe, die 5-Minuten-Kerze war dann 280, 290 Punkte oder so. Aber war sie lang gewesen, ja. Genau. Ah ne, das sind ja, ich bin ja in dem. Gut. Das soweit, so gut. Dann, ja, dann schauen wir mal, wie die Eröffnung jetzt hier reinkommt. Ich hole mir mal hier noch mein, wahrscheinlich wird das Volumen heute hier, ups, relativ gering sein. Mal gucken, was da so passiert. Ja. Vielleicht hier, also ich werde jetzt auf alle Fälle die ersten 5 Minuten definitiv abwarten. Also da werde ich mit recht hoher Wahrscheinlichkeit kein Trade machen. Wir können hier uns nochmal den Stundenchart anschauen. Also vom Stundenchart her
sind wir ja am Tageshoch der letzten Tage jetzt hier dran. Da ist halt die Frage, kann der Nasdaq hier genau auch diese Hochs noch rausnehmen oder sind wir halt oben? Also die Frage ist, versucht man jetzt hier mit dem Trend, also mit der Bewegung mitzugehen? Oder sagt man sich, da ist der Markt erstmal oben Richtung 13.955? Wie gesagt, ich habe den Future hier offen. Der CFD als solches steht ein bisschen woanders. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte hier Unterschied ist. Müsste man hier mal gucken. Und da eigentlich so viele Linien sind, das weiß ich eigentlich auch nicht. Ja, 20 Punkte ungefähr Unterschied haben wir da aktuell. Ja. So. Gut, also das ist halt die Frage hier im Stundenchart, ob der Markt da hoch möchte, ja oder nein. Darum geht es dann und ja, wir gucken uns das hier dann mal in Ruhe an. Wie gesagt, ihr seht hier den 1-Minuten-Chart dahinter, den 5-Minuten-Chart positiv. Von der langen Kerze ist der Markt relativ wenig zurückgekommen. Also selbst im 1-Minuten-Chart sind wir hier gerade mal nur 60, 70 Punkte zurückgekommen. Halten jetzt hier schon dieses Level, also hier diese. Und darunter würde vielleicht dann nochmal drauf, dass der Markt halt in der ersten, die erste 5-Minuten-Kerze nach den Zahlen vielleicht nochmal korrigiert, würde ich nochmal gucken, ob man hier vielleicht nochmal reinkommt. Also jetzt haben wir den 1-Minuten- und 5-Minuten-Chart. So. So sieht es besser aus. Ja, also ob wir das hier halten oder durchbrechen, das ist jetzt nochmal hier die Frage. Genau, und dann halt ein bisschen hier wegkorrigieren nach unten. Ja, das ist auch so ein typisches Problem mit meiner Webinar-Software. Wird immer ein- und ausschalten. Bei der hohen Volatilität sicherlich auch nicht förderlich fürs Trading. Gut, also jetzt kommen wir erstmal hier zurück. Ja, ich denke mal, dass der Markt hier vielleicht so ein bisschen Orientierung braucht. Mal sehen, ob das hier vielleicht ein Fehlausbruch wird. Also das wäre vielleicht nochmal eine Idee, wenn wir die Minute hier oben schließen, auf der 20 vielleicht dann nochmal einen Long Trade einzugehen. Direkt, falls man hier merkt, oh, da unten, die werden gleich geholt. Oder da kommt halt nichts nach auf der Unterseite. Was ich immer versuche, das Schöne ist hier, wir haben ja hier eine Uhrzeit dran, wie lange das noch ist. So, da kommt gerade der Postbote. Ich bin sofort wieder da. Der Nelson übernimmt und handelt für mich. Das möchtest du nicht. Dann warten wir eben die paar Sekunden. Natürlich muss er dann uns noch erzählen, was er gekauft hat. Der Weg ist aber auch lang, ne?
So, Postbote stellt ihr jetzt immer unten ab, nur noch. Okay, also ziemliches Hin und Her. Also einmal kurz an der 13.310, also wäre durchaus aufgegangen, der Trade. War 20 Punkte. Und da steht schon 20 Points. Der Dauer geht auch gut nach oben mit. Den habe ich ja auf einem anderen Bildschirm noch. Aber ihr seht ja, wie volatil das Ganze hier ist. Wie schnell der Markt hier 40 Punkte jetzt hin und her saust. Ja, so, mal gucken hier. Wo sind denn die? Wo öffnen die Aktien? Ach, da oben hier, Apple da oben. Krass. RIT. So, müssen wir uns erstmal reinziehen hier. So, also, way, way weg vom gestrigen Hoch. Und das ist natürlich auch so, dass man da durchaus sein kann, dass die Einzelaktien dann erstmal, dass man sagt, ja, bei so einem Gap, es sind ja auch ordentlich Prozente, 64, 67, 3 Dollar. Ja, sind 2%. Da die Frage, kauft man es, ne, oder verkauft man es? Werden wir dann sehen. Also die ersten 10 Minuten, nee, 5 Minuten sind jetzt rum. Mal gucken, wo der Markt hier irgendwie so Orientierung findet. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. So. Ja, also durchaus wichtig, dass man halt hier auch nicht sich von der Volatilität anstecken lässt, sondern dass man sagt, okay, ich warte hier auf gewisse Levels oder Bereiche, die der Markt halt anlaufen muss, damit man auch nicht einfach irgendwo sinnlos reinklickt. Und ja, nach unten ist halt viel Platz. Also was man immer mal machen kann bei sowas, dass man hergeht und sagt sich, okay, ich lege mir mal die Fibos an und gucke halt, wie weit der Markt hier korrigieren kann. Passt mit dem EMA dann auch zusammen, ja, 38%, dass man vielleicht sagt, okay, wenn da unten jetzt nichts kommt und die Aktien vielleicht wieder schnell gekauft werden, dass da dann wieder Potenzial auf der Oberseite ist. Oh. So. Oh Mann, das ist aber heute schon wieder sehr, sehr zack. Mal drücken. Ab und zu passiert es mir auch mal in meinem eigenen Handel, also ohne Webinar-Software, aber das passiert vielleicht einmal am Tag oder so. Ja. Wir können mal gucken, was, ob man hier irgendwas sieht, aber ihr seht da rechts jetzt, ich habe das gerade gelöscht, das Bild, ihr seht da, welche Löcher da auch beim Hoch und Runter gerissen werden. Also, wie gesagt, das sind die Algos halt massiv im Vorteil, wie das hier auch teilweise stockt, weil jetzt die Daten viel zu schnell sind mittlerweile für das, was ich da sehe. Deswegen, also meine Empfehlung auch immer limitiert zu handeln, wenn man sagt, das ist ein Preisbereich, da will ich rein. So, hier oben, das finde ich ja schon irgendwie ganz nett hier, die 13.310. Ha, kann mich nicht durchringen, da in den Short reinzugehen. Also, das wäre ganz klassisch, Unterstützung wird zu Widerstand. Ja? Also hier Unterstützung. Hier die Unterstützung, neu der Widerstand wäre jetzt ganz klassisch hier bis hierhin. Also das wäre der Trade zwischen 0,1, die 20 Punkte oder 15 Punkte hin und her. Mit natürlich immer der Option, dass der Markt vielleicht da auch ein Stück tiefer fällt. Hier unten dann würde ich dann wieder gucken, ob dann eher die Longseite Thema wäre, falls der Markt halt vom Tief aus entsteigt. Also oben, auch in der Kerze oben, will ich nicht reingehen. Also ich will, wenn dann Long, dann hier unten reingehen. Also wenn, dann müsste ich, wenn ich sage, ich will jetzt Long handeln, müsste ich hier unten handeln. So, die Kerze ist aber in 30 Sekunden fertig. Und wenn sie jetzt da unten steht, was wissen wir, wenn wir jetzt hier das annehmen, was wir gerade eben im Ausbildungsanteil hatten, würde ich jetzt gucken, was passiert hier in der ersten Minute der neuen 5-Minuten-Kerze und vielleicht unter der jetzt laufenden 5-Minuten-Kerze, die ihr dahinter braun seht, dass man dann halt überlegt, okay, vielleicht sollte ich da nochmal gucken, ob ich da einen Long Trade dann kriege. Ja. So, die Top 3 kommen auch ein bisschen zurück. So, jetzt mal gucken, ob der Markt hier drunter geht. Und wie gesagt, irgendwo hier zwischen 61 könnte ja vielleicht eine Long mal reinkommen, falls wenn möglich. Ja, nein. Bei der Wohl hin und her sind 10, 20 Punkte ja immer mal drin.
Ich halte mal kurz das Bild an. So. Ja. So. Ich halte das Bild mal an. Ich habe hier rechts alles oberhalb, glaube ich, von 12 Kontrakten wird hier so blau markiert. Und das ist nicht das Richtige. Und wenn sowas dann immer mal stehen bleibt, also wenn man sieht, okay, 30 Kontrakte ist jetzt kein Highlight, aber wenn man sieht, dass an der 13.270 irgendwie was öfters stattfindet und ich sage jetzt mal, im Nasdaq sind jetzt plus minus 5 Punkte kein Thema, also zwischen 70 und 65, 75, dass man da irgendwie so 10 Punkte hat. Ich meine, 10 Punkte sind halt hier im Future sieht das viel aus, weil der halt auf 0,25 Punkte hin und her geht. Aber dann hätte man durchaus eine Idee, wo der Markt vielleicht was findet, wenn man öfters sieht, dass solche Teile gehalten werden sollten. Ja, nur als Option das. Ne? Jetzt gucken wir mal, wie er wieder runterkommt. Wäre sogar hier Box Setup Long mit Ziel an die 10 ran. Also wo waren die? Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, wo diese Order hier war. Das war hier oben bei 70, genau. Also wenn man hier unten bei 70 das gesehen hat, ja, und hat hier unten bei 70 da auf diese Order hin, diese 39 Dinger, und wenn man sieht, wie der Markt sich dort verhält, und man klickt dort den Long halt rein, irgendwo bis zwischen 70, 75, ist man zumindest jetzt hier schon mal 13, 14 Punkte vorne und kann jetzt sozusagen um den Gewinn pokern, wenn es gut läuft und die 1-Minuten-Kerzen hier die Tiefs halten. Könnte es vielleicht auch sein, dass der Markt dann höher geht und wenn nicht, kriegt man halt zur Null halt raus. So, jetzt gucken wir mal, was der Markt hier an dieser Kerze macht, ob er die wieder hochzieht. Jetzt sieht man hier oben das so ein bisschen. Also wie gesagt, das geht so schnell, man darf es da auch nicht übertreiben. Ja. Jetzt kommen wir schon wieder runter. Ja, so richtig. Also vielleicht ist es auch, was auch passieren kann, ist halt, dass der Markt halt hier eventuell runter konsolidiert, wenn ihr mal drauf achtet, auf die Außenkerzen am 1-Minuten-Chart, fällt euch Folgendes vielleicht auch auf für die Short-Seite. Jetzt hat das hier schön angehalten. Wir gehen mal hier rein. Ich fange mal von vorne an. Vielleicht ist mir gerade just in der Sekunde aufgefallen. Also Außenkerze 1 Minute, Außenkerze 1 Minute, Außenkerze 1 Minute, Konsolidierung nur innerhalb der Außenkerze, Außenkerze 1 Minute, Konsolidierung innerhalb der Kerze, die Kerze wieder runter. Also hier seht ihr schon, also wenn man long geht, muss man gucken. Also wenn man hier oben long geht und die Außenkerze hält, werdet ihr ziemliche Probleme bekommen, wenn der Markt hier nicht durchpusht, sondern von diesem Hoch genauso wie gerade eben wieder abgeht. Also wenn ich jetzt hier long gegangen wäre, ihr seht, der Markt hat die Außenkerze nicht rausgeholt und fällt dann runter. Also da auf sowas immer mal mit Acht geben. Also hier, das wäre jetzt natürlich positiv, wenn es jetzt so bricht, aber da muss man echt aufpassen, dass man da nicht in so ein Ding halt reinrennt. Ja. Also dass man nicht zu hoch. Also den Long hätte ich definitiv jetzt mit dem Blick aber nicht genommen. Ja. Oder wenn dann so nehmen, dass man halt zumindest, wenn der Markt das hoch antickt, so verbasteln kann vom Stop her plus minus null, dass man halt trotzdem, na, dass man trotzdem, wenn der Markt das nicht rausnimmt, halt plus minus null halt rauskommt. Ja, also ich will da keine großen Risiken drin haben, ja, in so einem Markt, der so hin und her geht. Ja, und auch jetzt hier wieder, ja, an jeder Stelle hier x-mal vorbeikommt. So ein bisschen so pacen tut hier der Dow. Der Dow konsolidiert auch auf extrem hohem Niveau und gar nicht, ist sogar stärker, wenn man so will, als der Nasdaq. So, also jetzt gucken wir mal, wie der Markt hier wieder runterkommt. Vielleicht gibt es da nochmal einen Long Trade. Also den Long Trade hier wäre auf alle Fälle für mich jetzt nicht durchgegangen. Ja, vom Stop her hätte ich Glück gehabt mit der einen Kerze nach unten und dann die Folge nach oben. Aber wäre ich jetzt schon gar nicht mehr eingegangen, den Long Trade aufgrund dieser 1 Minuten Außenkerzen nach unten. Jetzt haben wir aber natürlich als einen nach oben und dann kann jetzt der Hickhack losgehen. So, 45. Mal sehen, ob wir hier so ein bisschen Order haben. Also wir bekommen hier doch im Dow auch am Hoch schon weiteres Momentum. Mal sehen, ob das hier was wird. Wie gesagt, typischerweise in dieser Phase,
wäre über dem Hoch ja eher die Shortseite zu bevorzugen. Ne? Naja, naja. Aber alles auf recht hohem Niveau. Also das muss man schon sagen, das Ganze. Aber gerade die Frage kam, also man kann natürlich gegen solche Außenkerzen auch long handeln, wenn man darauf setzt, dass sie brechen. Also das ist mir auch manchmal, mache ich auch an manchen Tagen, wenn ich davon ausgehe, dass der Markt dann Support findet und die dann bricht, dass dann der Markt weiter nach oben geht. Das kann man schon auch machen. Aber wenn sie halt nicht brechen, hat man zumindest ein gutes Indiz zu sagen, ich muss halt gucken, dass ich dann, egal ob ich will oder nicht, dann an so einem Hoch rausgehe, weil es macht keinen Sinn, das Ding weiter zu halten. Das sieht jetzt hier ganz gut aus. Nach den Außenkerzen hier scheint jetzt ein bisschen Momentum zu sein. Durchaus die Möglichkeit, dass wir jetzt den Push durch das Hoch sehen. Mal sehen. Also gut, jetzt die letzten 3 Minuten hier alle konstant mit steigenden Tiefs. Mal sehen, ob das Ding jetzt hier ein bisschen Fahrt aufnimmt oder schon wieder zusammenbricht. Ja, das ist jetzt halt die Frage, wie viel. Da hätten wir hier 22, also 50 Euro Stop. Also wenn die erste Minute meistens nicht komplett abverkauft wird, ist es eigentlich durchaus die Möglichkeit, dass wir hier in der Kerze eine zweite steigende Kerze bekommen. Mal sehen. Also Long wäre irgendwo hier zwischen 20 und 12, falls der Markt jetzt hier nicht abklappt. Also wenn die Kerze hier das Tief dieser Kerze gehalten wäre, dann würde der letzten 1-Minuten-Kerze. So 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden sind natürlich im Nasdaq relativ lang. Ihr müsst jetzt sehen. Ja, nicht schlecht. Also ich bin 1 Minute hinten dran gerade, so analytisch. Mal gucken, was die nächste macht. Also bis ans Tief der Kerze gelaufen, der bisherigen 5-Minuten-Kerze und jetzt wieder am Steigen. Also auch die drei Top-Werte konsolidieren, befinden sich ja teilweise am Hoch. Was da? Schade. Oh, Minus-Stop-Loss drin. Gut, also Trade wäre gewesen auf der 20. Ja. Ja, aber jetzt schon wieder raus. Na. Jetzt gucken wir mal, ob er diese Hochsätze hier nehmen kann. Push it, Baby. Ja, gefällt mir. So, das war schon gewesen. Small as a trade. Also, dass der hier nochmal so tief kommt, ist halt natürlich schon echt fies, innerhalb der 5-Minuten-Kerze diese 1 Minute nochmal so runter zu drehen. Aber hat eigentlich, ja, gibt so viele Varianten jetzt hier auch in so einem Bereich. So, mal gucken, jetzt die erste Minute hier über dem Hoch. Mal sehen, wie tief die geht.
Man sieht so ein bisschen den Drive, also ich hoffe, man kann das so ein bisschen fühlen. Wir kommen zwar immer sehr tief, aber von diesem Tief hier unten aus haben wir so ein bisschen bis jetzt Momentum. Aber wir sind halt jetzt natürlich hier genau im Widerstandsbereich da oben drin. Also das hier oben, der Long ist, wie gesagt, saugefährlich, weil man natürlich in den Widerstand halt hineinhandelt. Und damit ganz gefährlich lebt, wenn der Breakout nicht kommt. Also wenn das da oben nicht bricht, hat man hier ganz große Probleme. Deswegen, also würde ich immer gucken, dass ich irgendwie so 10, 15 Punkte davor drinne bin. Das sind so 10, 20, 30 €. Wenn der Push kommt, dann gibt es meistens eine lange Kerze, da kann ich in einer Minute 40, 50 Punkte mir holen. Ja, und das muss ich jetzt hier überlegen, ob ich das jetzt bereit bin zu riskieren. Also wer jetzt sagt, ey, ich sehe hier so ein bisschen den Drive, ich sehe auch, dass die Einzelaktien, vor allem Microsoft und Apple, weiter steigen und sogar hier vielleicht gleich neues Tageshoch machen. Und wenn die halt weiterziehen und weiter gekauft werden, durchaus die Möglichkeit, dass wir zumindest den Versuch unternehmen, diese Range mal zu verlassen. Wer der Meinung ist, oh, die Range hält und das CRV liegt ganz klar auf meiner Seite, weil ich habe hier einen Stop von 30 Punkte. Wenn er die Range bis runterläuft, habe ich 60 Punkte. Der handelt halt die Range. Ja. Also die Range macht natürlich jetzt hier ein bisschen mehr Sinn. Im Box-Setup hier sogar getriggert auf der 34. Mal gucken, ob die Minute es schafft, hier diese Außenkerze rauszunehmen. Wenn nicht, bleibe ich dabei, dass wir einen Drive auf der Oberseite haben. Ja, also der Stop für den Long liegt jetzt sozusagen im Schlusskurs mit der Kerze hier so ein bisschen darunter. Ja. Also da muss der Markt halt runter. Dann wäre für mich wieder so ein bisschen der Short in Play mit Ziel, dass wir hier runterlaufen in Richtung ja, 13.300. Ja, das wäre jetzt die Konsolidierung hier innerhalb dieser Außenkerze. Wie gesagt, bis jetzt okay. Für den Short Trader auch noch okay. Aber die nächsten 2 Minuten muss der Push kommen. Und wenn der nicht kommt, gehe ich davon aus, dann könnten wir zum Ende auch der Stunde vielleicht versuchen, höher zu stehen, eventuell. Ja. So, dann mache ich mal kurz was. So, das ist jetzt genau das, was derjenige braucht. Der Short Trader. Und da geht es auch schnell. Gut, also Box Setup funktioniert und auch vom Widerstand aus dann doch ordentlich weg. Ja. Gut, Range by Range. Ich war so ein bisschen drauf, dass der Markt vielleicht doch schafft zu pushen. Aber es liegt halt daran, dass ich halt prinzipiell eher ein Breakout-Trader bin, vom Blickfeld her und dann eher an so einem Widerstand halt schon tendenziell öfters den Ausbruch sehe. Klar, wir sind sehr weit gestiegen und darin kann halt auch ab und zu passiert das ja auch darin eine Chance liegen, dass der Markt halt genau der Schmerz so groß ist von gewissen Short-Tradern, dass der Markt dann halt einfach nach oben durchgeht. Ist in dem Fall nicht passiert, aber wenn ich es hier versucht hätte, hier oben, wie gesagt, muss man halt gucken, dass man halt rauskommt im Plus. So, jetzt haben wir nur das Tief der letzten 5 Minuten Kerze aktuell rausgeholt. Mal sehen, ob es jetzt hier auch runtergeht. Ja, und dann ist die Range dann oben doch recht gut manifestiert. Also wer klassisch Range gehandelt hat und da oben den Short handelt, der ist klar jetzt Favorite. Mit Stop-Loss nachziehen im 1-Minuten-Chart ist man jetzt eigentlich auch ganz gut vorne. Ja. Aber ich würde da zu dem Thema heute, auch zu dem Ausbildungsanteil, dann am Ende der 5-Minuten-Kerze rausgehen, falls die nächste 5-Minuten-Kerze wieder komplett hochgeht. Ich meine, man kann sich das dann immer nicht vorstellen, dass das passieren kann, aber man hat es ja auch hier davor gesehen. Ich meine, das ist ja die gleiche Phase. Wir haben hier eine weiße 5-Minuten-Kerze. Ja, hier haben wir die weiße 5-Minuten-Kerze, dann geht es ein bisschen höher und dann eine rote. Dann haben wir hier eine rote Kerze und danach eine weiße. Dann nochmal eine weiße und jetzt wieder komplett eine rote. Warum wir nicht hier, klar, kann es immer nochmal eine rote und noch eine rote und noch eine rote geben. Oder in dem Fall hier eine braune Kerze. Aber kann natürlich auch sein, dass der Markt halt hier drunter wieder genau das gleiche wieder vormacht und dann wieder eine weiße.
Und deswegen würde ich an so einer Stelle dann schon einfach sagen, also wer hier irgendwo, keine Ahnung, 30 Punkte mitgenommen hat oder 15 oder so oder was auch immer, dann halt raus, ja. Weil, klar, oder man zieht den Stop halt nach. Das ist durchaus auch legitim, also über den 1-Minuten-Chart. Ja. Auch legitim. Den Indikator Scalp Agent, den findet man, wenn man den Stereo Trader hat, installiert hat, dann findet man den. Mit denen kann man zum Beispiel, wenn man jetzt, das ist aber heute nicht so der Fall, wenn man, dort kann man sagen, was bitte mach zur nächsten 1-Minuten-Kerze, zum Beispiel geh long. Das heißt, in der Millisekunde, wo die neue 1 Minute anfängt, ja, wenn ich jetzt hier im 1-Minuten-Chart bin, dann eröffnet er eine Position, wenn ich das halt hier drücke. Ja. So schnell können wir ja gar nicht sein oder so genau. Das macht der Scalp-Agent. Und den findet man unter Indikatoren unterm Stereo-Trader. Genau, also braucht man hier sozusagen dieses Interface, diesen vom Stereo-Trader. Ja, jetzt sieht man hier schon hin und her. Mal sehen. Also normalerweise müsste ich jetzt hier eigentlich ja den Long eher denken, wieder, nachdem es 5 Minuten runterging, jetzt wieder hoch. Und aber ich würde ja gerne den Long eher nehmen, wenn wir unter das Tief fallen. Wir können uns das ja ganz auch mal im 5-Minuten-Chart only angucken. Ja, da sieht es halt so aus. Das sind so die erste halbe Stunde hier. 10 Minuten runter, 10 Minuten hoch, 5 Minuten runter, 10 Minuten runter, Fragezeichen, 5 Minuten hoch. Ja. Also wenn man einen Trend erwartet, dann sollte jetzt in den ersten 2 Minuten, so wie jetzt gerade, mal gucken, ob der Markt jetzt hier, nachdem er jetzt gerade die, habt das vielleicht gerade gesehen, bin ich auch zu langsam. Die 70 Kontrakte auf der rechten Seite hat man kurz gesehen, hat er rausgenommen und dann ging es direkt runter. Also von hier sind ja auch nochmal 10 Punkte runter. Also wenn ich sowas sehe, dass der Markt die vorhergehende Kerze aktuell nach 2 Minuten jetzt nur zu 50% oder so korrigiert hat, besteht für mich immer die Option noch, dass der Markt am Ende der 5-Minuten-Kerze mal doch noch eine tiefere macht. Ja, also wenn man jetzt mal hier das Fibo hier anlegt an die Kerze, ja, dass der Markt hier, ja, hat jetzt 38%, gut, habe ich ein bisschen verschätzt, 38% korrigiert hat. Und wenn der das so nach 2 Minuten, da gibt es ja nur noch, oder wenn nur noch 2 Minuten Zeit sind, so wollte ich sagen, ja, dann besteht manchmal die Chance, dass man sagen kann, okay, 2 Minuten, wenn er jetzt unten ist und die letzte Minute auch noch tiefer ist, oder in der letzten Minute am Tief dieser Kerze steht, ist die Chance halt höher, dass doch noch mal eine weitere schwarze kommt. Ansonsten, ja, Ballerei hier hin und her. Ich würde ja gerne heute einen roten Schlusskurs sehen. Also man darf ja träumen. Oder vielleicht wird es auch Realität, who knows? Keine Ahnung. Aber klar, wäre natürlich krass, wenn der Markt dann heute. Also zumindest hier die Amazon, seht das hier unten, die macht sich auf Richtung Gap Close. Und wenn jetzt die oben auch noch ein bisschen nachkommt, dann kann es ja was werden. Aber klar, am Ende, ich weiß es nicht. Ja, kann sein, dass der Markt das komplett abverkauft. Also wenn halt am Hoch nichts nachkommt und ich meine, man darf auch nicht unterschätzen, die wenigsten sind ja, also klar, in der 5-Minuten-Kerze ist zwar viel Volumen drin, aber das Volumen ist auf die Punktanzahl runtergebrochen minimal. Also da ist ja am Ende keiner wirklich dabei. Am Ende ist jetzt so, dass hier wir auf diesem Niveau natürlich Trader haben, auf der einen Seite, die den überkauften Markt verkaufen, also die hohen Kurse nutzen, um rauszugehen. Aber wir haben auch durchaus, es gibt manchmal so einen Punkt, wo der Markt dann so weit weg ist von seinem vorhergehenden Kurs, dass der Schmerz so groß ist für die, die halt auf fallende Kurse gesetzt haben, dass der Markt halt über diese Käufer, wenn sie halt aussteigen, wird der Markt halt immer weiter weggezogen. Und dann geht das Gap halt nicht zu, so wie es vielleicht jetzt bei Apple zu sehen ist. Dass da der Markt aktuell das nicht verkauft, ja, das Ganze. So, 16 Uhr. Kerze, eine Inside-Kerze im Stundenchart mit Docht und Lunte, ja, und wir sehen das auch hier. Der Markt sucht nach Orientierung.
Ja, muss ich halt finden. Also ziemliches Geballer auf beiden Seiten. Ja. Gut. Ja, also der Short hier unten wäre auch nicht richtig gewesen. Also für 10 Punkte gut. Wir haben jetzt gesehen, unter dem Tief dann doch gekauft, aber das war ja nur auch in der letzten Minute wieder so, wo der Markt wieder so gestiegen ist. Also hier 4 Minuten, wir machen mal hier die beiden Zeiteinheiten an. Am Ende 4 Minuten gefallen, wenn man so will. Und dann hier nach oben gegangen. Also es ist auf alle Fälle kein Markt, der jetzt für mich interessant, also den ich jetzt, ja, da kommen keine Trades zustande so wirklich. Also wenn, dann sind das Trades, wo ich halt reingehe, vielleicht 10 Punkte mitnehme oder 5 oder 3 und dann bin ich wieder raus. Das wäre jetzt immer noch eine Idee. Mal gucken, wir haben jetzt hier, wir haben kurz unter das Tief geguckt und sind relativ hoch gekommen. Mal sehen, ob wir das hier halten. Diesen Bereich war vielleicht ja zu spät hier. Da merkt man, wie schnell der Markt da halt ist. So, jetzt mal sehen, wenn die Kerze es schafft, auf Blau zu drehen. Aber man merkt hier oben schon die 3 Minuten, da hat der Markt zu tun. Also wenn ich jetzt nicht wahrscheinlich nicht rausgehe, gleich 15 Sekunden noch. Pushy, pushy, push. So, zack. Und da pusht das Ding. So, jetzt mal gucken. Kann sein, dass wir hier schon fertig sind. So. Mal gucken. Das Limit da unten können wir löschen. Ja, jetzt gucke ich halt die Minute. Also wenn ich Glück habe, jetzt kann ich 1 Minute lang die Augen zumachen. Wenn ich Glück habe, läuft der Markt da hoch. Und wenn ich Pech habe, dann halt nicht. Oder man sagt, hier 30 Euro nehme ich mit. Was soll's. Oh, hier 76 da unten gehalten, 120 als Limit. Also da haben wir jetzt einen Käufer hier im Markt. Da oben, mal sehen, wenn der gut ist. Naja, 10 Punkte muss man. Aber da oben, wird es gesehen, war eigentlich ganz nice. Aber da hat wirklich jemand aggressiv die 130 Dinger weggehandelt. Naja, zur Wohler war wahrscheinlich mein Stop zu eng. Wir können ja jetzt mal nachgucken, was ist, wenn ich den Stop gelassen hätte und den über einen 1-Minuten-Chart nachgezogen hätte. Also manchmal ist es so, wenn wir doch eine ordentliche Struktur haben, wie jetzt hier auf der Abwärtsseite, dass wir im 1-Minuten-Chart doch noch nachkommen. Also wäre jetzt unser Stop, wäre jetzt aktuell hier. Mal gucken, ob man den. Das war ja so ziemlich unser Einstieg. Ja. Mal sehen, ob der gehalten hätte, dieser Stop. Und die 13.333 hier im Future. Also da hat jemand eine Limit Order gehabt, die hat er sehr weit hochgezogen an den aktuellen Kurs. Das macht man eigentlich nur, wenn man Angst hat, ich verpasse was. Also ich will rein. Ja, ich will rein. Und ich komme auch nicht mehr. Ich sehe, wie der Markt vor mir wegläuft in dem Push. Also was mache ich? Ich habe meine Limit Order hier, das System hat die Limit Order vielleicht irgendwie bei 24 und man merkt auch, scheiße, der Markt kommt nicht mehr zurück. Und dann zieht man die Limit sehr aggressiv hoch und derjenige hat so hochgezogen an die 33, hat aber einen Verkäufer gefunden. 130 Kontrakte ist jetzt, oder 70 Kontrakte ist natürlich schon im Brett oder hier 50 immer mal drin, aber spielen eigentlich im Nasdaq jetzt keine nennenswerte Rolle. Es ist schon eher selten so, dass der Markt da wirklich arg reagiert. Also auch manchmal liegen auch immer 150 Kontrakte drin oder 130 sind zurzeit immer, die werden einfach in einer Sekunde geschnupft. Aber wenn der Markt das gut hält, kann sein, dass man jetzt hier merkt, da könnte was drin sein. Ja. So jetzt, also unser Stop wäre gefressen worden, also da wären wir jetzt raus. Das hier rechts ist sozusagen das Orderbuch, nennt sich, also man kann professionelle Marktteilnehmer, die jetzt nicht nach dem Chart handeln, sondern die hier arbeiten oder Algos, die hier drin arbeiten, die handeln in diesem Tool, also in so einem Dom drin. Und ich habe nur ganz rechts werden halt die Buy und Sells, die ich dann hier immer mal lösche. Kann man dann sehen, wie der Markt da hier sozusagen ab da, wo ich das gelöscht habe, dann handelt. Also man könnte jetzt sagen, okay, wir warten jetzt die 9 Sekunden und mit einer neuen 1-Minuten-Kerze machen wir uns das an. Und dann hätten wir dann den Footprint-Chart, wenn wir so wollten, von der 1-Minuten-Kerze, wenn wir uns dann wieder löscht. So, zack. So, jetzt guck mal an, das ist jetzt alles, was hier als Volumen. Rot oder braun sind die Market-Verkäufer, rechts blau sind die Market-Käufer, ja, wie da das Volumen gehandelt wird. Also war es doch ganz gut, dass ich
den Long da oben rausgenommen habe, waren 21,30 €. Genau. Wie gesagt, also, und stellt euch vor, ich hätte nicht rausgenommen, dann wäre man entweder am Entry gewesen oder wäre nachher vielleicht sogar hier ausgestockt. Also in so einem Humble-Markt, ganz ehrlich, alles, was 10 Punkte plus ist, ist für mich okay. Ja. Also man kann das natürlich, das Spiel die ganze Zeit so hin und her betreiben, wenn man auch sagt, okay, zum Beispiel, ich habe auch Möglichkeiten oder wie kann, oder wie soll ich sagen, wie kann man es auch handeln? Wenn man jetzt mal hergeht und sagt, okay, ich habe ein Tagesrisiko als Beispiel im Future-Handel von 500 €, dass man halt hier immer mit ein, zwei Positionen, ich habe das früher mal genannt, Schrotflintentaktik, ja, dass man sieht, okay, tendenziell haben wir hier eine Range, die der Markt halt abfeuert und innerhalb derer bewegt er sich. Also versuche ich hier Limits aufzubauen, Käufe und Limit Sells reinzulegen, ja, mal hier einen hin, mal da einen hin, mal da einen. Und dann fangen wir wieder an, Limits aufzubauen. Und jetzt kommt aber das große Problem dieser ganzen Taktik ist, was ist dann, nämlich wenn der Markt seine Struktur verändert? Solange der Markt hier in so einer Range hin und her geht, ja, und vielleicht mal immer mal einen drinnen lässt, den man etwas sehr hoch reinbekommt oder sehr tief, dann ist das alles okay. Aber wenn jetzt der Trend kommt, was passiert dann? Also als Beispiel nehmen wir mal an, wir würden jetzt sagen, der Trend geht nach oben durch. Dann kann es halt sein, ich bin jetzt hier unten 1, 2, 3 Kontrakte oder dann hier oben vielleicht 5, 6 Kontrakte halt short und jetzt kommt wirklich der Breakout. Da habe ich halt ein Problem, wo ich dann, wenn ich dann, da gebe ich auf alle Fälle mehr ab, als ich vorher verdient habe und habe vielleicht dann diesen 500 € Loss dann drin. Kann aber auch sein, dass ich in der Range, dass die so lange geht, dass ich da drinnen richtig gut was ab. Handeln kann, hier 20, da 30 und sagt dann, okay, ja, mein Tagesziel für heute ist erreicht und dann ist man halt fertig. Ja. Das muss man aber für sich rausfinden, ob das eine Idee sein kann für einen, ja, in so einem Umfeld zu handeln. Also immer rein und ja, 10 Punkte, wenn es gut läuft, 20 Punkte raus, Take Profit und dann handelt man da drin rum. Also wenn er das mal ausprobiert, dann eher am besten im Demo-Modus, von mir aus in einem CFD. Das Gute ist ja, ihr könnt hier auch im Stereo Trader auch einen Grid reinlegen, also mit mehreren Kauf- und Verkaufsorders. Ja, und könnt das dann ja ausprobieren. Aber ihr werdet immer merken, dass in der Phase wie jetzt ist es relativ easy, da Punkte zusammenzusammeln. Aber wenn ihr dann auf einer Seite zu schnell, zu aggressiv die Position, also als Beispiel hier die Short-Position aufbaut und ihr habt hier nach oben in zu viele Positionen drin, der Markt rennt so hoch und wieder runter, kann es sein, dass ihr hier oben einen recht großen Loss habt. Aber solange der Markt halt in der Range bleibt, ist auch hier in so einem Humble-Markt, ich mal zum Beispiel, man hat jetzt, machen wir es mal so, auf einer Seite, man hat jetzt hier einen Long drin, Nummer 1 und Nummer 2. Den unteren, den stellt man halt raus mit plus 20 oder den ersten plus 20 oder plus 5. Ja, der erste war halt nicht gut. Der zweite, der hier unten drin ist, der wird halt entweder mitgezogen, geht dann hier oben raus oder dann auch hier im Plus raus. Und dann hat man zwei Trades, obwohl man hinten war, im Plus rausgebracht. Ne? Dann geht es wieder runter, wieder aufgebaut, abgebaut, hin und her. Tasche voll in dem Fall. Ja? Solange die Range halt hält, funktioniert sowas eigentlich auch immer. Muss man halt gucken, ob er der Typ dafür ist. Ja? Es ist auf alle Fälle legitim, das so zu handeln. Ja, Probleme gibt es halt immer nur beim Ausbruch dann, wenn man zu viel dann drin hat. Und dann vielleicht auch noch nicht bereit ist, dann den Trade aufzugeben, weil man das Gefühl hat, der Markt kommt wieder zurück und dann rennt man mit voller Size halt ins Verderben. Ja. Wäre der Down nicht besser gelaufen? Ich sehe den gerade hier auf der anderen Seite. Naja, können wir uns ja mal reinholen. Also, dass der 5-Minuten-Chart ist, war besser. Also, da jetzt mal hat halt mehr Trend, aber trotzdem ist es ja auch so, dass der Markt hier in dem Trend ja immer wieder deutlich zurückgekommen ist. Also auch da ist es jetzt sicherlich nicht, weiß jetzt nicht, ob es da einfacher ist. Also ich bin halt, ich handle halt den Dow nicht mehr. Ich habe irgendwann den Dow-Handel für mich dann weggelassen und bin, also ich bin persönlich nicht mehr mit dem Dow klargekommen und ja, von daher klar kann man, also wenn man jetzt sagt, man hat zum Beispiel zwei, drei Märkte, was ich, man handelt Dow, Nasdaq oder guckt dich an oder sagt dich, ich bin ein Indexhändler
Und schaue mir halt am Morgen an, welcher Markt am besten halt ausschaut von dreien oder wo ich der Meinung bin, dass es heute besser läuft. Und den Markt sucht man sich aus, das ist eine Möglichkeit. Ich für meinen Teil habe dann hier wieder 116 Kontrakte. Seht ihr, habt ihr jetzt auch gerade hier im Orderbuch hier gesehen. Das wäre jetzt ein guter Trade. Also wenn man da schnell genug ist, dann klickt man, habt ihr den gesehen, den blauen Balken? Wenn nicht, in der Videoaufnahme wird man es nochmal sehen. Wenn man da den Trade dann direkt nimmt, ja. Klar, ist man jetzt schon wieder raus, aber ist auf alle Fälle genau die Idee. Ja. Ihr müsst ja sehen, ich handle hier im Mikro und das da drüben, das sind ja die, die im Nasdaq Future handeln. Also da ist ja ein Punkt 20 Dollar. Ja, das heißt immer alle 5 Punkte, immer 100 Dollar. Klar, das Risiko ist ja auch bei minus 5 Punkten 100 Dollar, aber hier hängt auf alle Fälle einer. Nur wieder mit drin, also sehr weit runtergelaufen, wieder hoch. Also da passiert gleich was oder sollte was passieren, mal gucken. So, wo war ich beim Thema abgekommen? Ach so, ob der Dow jetzt besser ist, ja. Das Problem, was ich persönlich immer hatte wenn ich auf beide Märkte geguckt habe, ist, vielleicht jetzt als Beispiel, ich habe jetzt auf den Dow geguckt, habe nicht das Setup gefunden, was ich brauche, und dann habe ich es halt im Nasdaq, wäre es halt gekommen. So, Nachteil ist natürlich, wenn man nur einen Markt handelt und der Markt ist da jetzt mal so wie heute hier hässlich, dass man dann in den anderen guckt und sagt, okay, der ist ja eigentlich super gelaufen, aber dann ist er ja schon super gelaufen. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, ich habe was verpasst. Also was mache ich? Ich habe mich irgendwann selber dafür entschieden und habe gesagt, okay, ich handle halt nur den Nasdaq und weiß aber auch, dass ich jetzt, wenn der Markt jetzt hier schlecht läuft, ich ja einfach nicht handeln muss. Ja, zwingt mich ja keiner zu handeln, sondern kann sagen, ich habe gestern Abend um 19 Uhr einen Trade gemacht zum Stundenwechsel, weil ich da gesehen habe, okay, der Markt ist ein bisschen ruhiger geworden, die Struktur war ein bisschen da. Und habe da einen Trade halt versucht, ne, im Nasdaq, und habe da einfach simpel nach gleitenden Durchschnitten gehandelt. Ja, und das war's. Ne. Also, ob der Dow jetzt, um es abschließend zu sagen, ob der Dow jetzt ist ja dann nur dann besser gelaufen für einen, wenn man dort auch ein Setup hat, was passend ist zum Dow. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Dow, ich hole nochmal ganz kurz her, wo ist er denn jetzt, der Junge? Da. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Dow davon ausgegangen seid, dass der Markt halt fallen sollte, also Short, dann habt ihr natürlich ein Problem. Das heißt, dann ist für euch der Dow natürlich schlechter gelaufen. Wenn ihr im Nasdaq dagegen am Widerstand Short geht, dann ist in dem Fall der Nasdaq vielleicht für euch besser gelaufen. Ja. Das muss man halt für sich dann entscheiden. Also das ist, glaube ich, eher Trader-Typ abhängig. Und klar ist auch, dass derjenige natürlich aus seiner Warte heraus, vielleicht hat derjenige, der mich das gerade gefragt hat, heute mit Longs seine Gewinne gemacht, im Trend, im Dow, und sagte ich, ey, ganz easy, der Heiko quält sich gerade hier im Nasdaq einen ab. Der Markt ballert hier nur hin und her, wie ich das hier im Webinar sehe, und ich habe jetzt gerade den Dow gehandelt, habe meine XY-Punkte geholt und that's it. Ja. Kann halt auch passieren, ja. Klar ist aber derjenige, der den Dow handelt und der Meinung ist, ey, das Ding ist, wow, so viele Punkte gestiegen, der muss jetzt runterkommen, ja, für den ist es gerade nicht so gut. Also er liegt immer im Auge des Betrachters oder des Traders, wie er selber denkt und auch handelt. Ja. So, okay, also hoch ging es denn doch nicht. Ja, weiterhin ziemlich rangy das Ganze. Und jetzt kommen wir hier auf den EMA. So, ich wollte jetzt ja noch euch dann noch den Trade mal von gestern zeigen. Aus dem Micro Future vom Nasdaq. Wo ist er denn? So, habt ihr sonst noch Fragen? Ah ja, da ist er. So. Das Bild davor. Ist es hier nicht geordnet? Ja, gut, gibt noch ein Bild. Aber ist irgendwie nicht da. Dann nehmen wir das hier. So. Wo auch immer das hier versteckt war. Da ist es jetzt. Okay, also man sieht am EMA 100 ist das hier in dem Fall. Markt macht einen Rücksetzer über die Hochs nach Short Ausschau gehalten. Hat in Summe drei Kontrakte drin. War mir dann aber doch ein bisschen unsicher, ob der Markt nicht vielleicht
doch nur an dem Hoch hier anhält und dann vielleicht doch höher geht. Ja, wir hatten hier gerade die neue Stunde begonnen und dachte mir, okay, neue Stunde, neue Akteure, vielleicht wird es ja was. War jetzt hier auch relativ weit vorne, im Markt fiel eigentlich noch ein Stück tiefer hier. Und dann ist aber halt peu à peu nach oben gestiegen. Ich habe hier einen Trailing Stop angemacht mit 5 Punkte über dem Hoch der 1-Minuten-Kerzen. Ja, und ich dachte, ich gehe jetzt mal zu Tisch und vielleicht, wenn ich wiederkomme, sehe ich einen Ausstopper oder einen Take-Profit da unten. Ja. Ich habe mich noch nicht mal vom Stuhl umgedreht, da ging es schon kling. War der Trade schon wieder draußen mit, keine Ahnung, 10 Euro plus oder so. Ja. Und da ist der Ausstopper dann direkt die Minute danach. War aber auch gut so, weil der Markt dann am Ende halt noch höher gelaufen ist. Ja, ich glaube, das habe ich hier nochmal als Bild im 5-Minuten-Chart. Da seht ihr das Bild also durch das Tief der 5-Minuten-Kerze durchgefallen. Ich bin davon ausgegangen, dass wir hier vielleicht noch eine Folge 5 Minuten dran bekommen, aber das kannst du ja, wie gesagt, in den Markt halt knicken und da bin ich dann halt rausgeflogen. Naja, aber halt plus. So muss man es, glaube ich, in der Phase sehen. Ja, ich bin gespannt, wie der Markt, also natürlich könnte ich mir vorstellen, wenn wir hier oben diese Range halt brechen, dass wir auch ja, richtig Momentum auf der Unterseite bekommen. Ja, Apple hat es hier leicht unter das, also ins Gap Close rein, also aus der ersten Stunde hier ausgebrochen, der Microsoft noch nicht und Amazon, naja, ist auch alles so. Ja, wer unten im Breakout handeln mag, ja, und wenn es dann Range bleibt, muss man halt gucken. Zumindest haben wir hier gerade, und das ist halt manchmal auch fies, dass die Kerzen dann so aussehen. Wir haben jetzt hier schön Kerzen mit fallenden Hochs, ja, also hier wieder auch so eine Struktur, wo der Markt dann wieder sich da immer schön tiefer geht. Und dann gibt es dann diese eine Kerze, die vielleicht sogar hier nochmal hier unten schließt und die nachfolgende Kerze dann plötzlich hier so wieder so ein Ding hinbaut hier, also hier diese Kerze da. So, diese Situation, oder ich mache es mal groß. Weil das ist genau dieses fiese, ja, der Markt hier fällt hier runter, kommt nochmal hoch, 2 Minuten höher, dann kommt diese eine schwarze, wo man denkt, oh, jetzt vielleicht dann doch weiter runter, und dann kommt hier diese lange 1-Minuten-Kerze. Und das kann halt dann hier bei sowas auch passieren, ja, dass der Markt dann kurz sowas rausnimmt oder dann wieder so eine lange Kerze hinlegt. Ja, oder hier, die ich ja vorhin gehandelt habe. Ne? Der Markt fällt hier unter das Tief und dann hoch. Also, was ich halt schon gerne mache oder wo man auch mal drauf gucken kann, ist, wenn ihr im 1-Minuten-Chart handelt und ihr habt hier so eine lange 1-Minuten-Kerze, die unterschritten wird von oben, unterschritten wird, dann gucke ich da bei sowas gerne nach Long. Ich bin ja erst hier oben Long gegangen, war viel zu langsam. Ja, und dann ging es ja hier oben durch. Und dann hier raus können wir nachher nochmal gucken. Ja. So. Ja, also wie gesagt, da kann man in Ruhe warten bis. Da kann man auch warten. Ja, also wer natürlich der Range-Trader ist und sagt, ey, Range ist genau meine Spielwiese, der kann ja hier drin rumhandeln. Einheiten durchlaufen. So, wartet mal. Kurz hier. Nochmal kurz was gucken. Gut, also hier, das sind die beiden Trades von heute, also einmal da und einmal von da unten da hoch. Also das ist abzüglich Kosten dann. Ja, also nicht die Welt. Ja, und so, Breakout. So, jetzt gucken wir mal, wie der Breakout hier läuft. So, Tesla hat Gap gleich. Oh nee, Tesla hat gleich, ist gleich am Schlusskurs von gestern. Oh, die haben ja ordentlich, ja. Tesla. Da. Sind ja gleich am Schlusskurs von gestern sogar dran. Da sind die da oben noch ganz schön weit weg. Aber Apple mit 13% ist natürlich, die müssen jetzt noch, wenn die ein bisschen Dampf machen, dann könnte das mit dem Ausbruch hier sogar was werden. Und wer halt Momentum spürt, also mitkriegt, dass da hier was passiert, der kann natürlich auch in so einer, allein in so einer Kerze von
30 Punkten kann man auch zwei, drei, vier Mal klicken und das auch wieder rausnehmen. Das geht auch. Also aber man muss hinbekommen zu spüren, wann eventuell so ein Wechsel oder Shift im Momentum halt kommt. So, jetzt kommen wir hier ans Tageshoch von gestern hoch. Das habe ich ja gar nicht drin. Aber es ist ja hier unten drin. So, da kommen wir jetzt gerade ran. Okay, also dann doch nach unten aufgelöst. Ich wäre ja unten nicht short gegangen, hätte aber durchaus jetzt auf Grundlage, wo ich auch die anderen Aktien sehe, wie die jetzt schwächeln, dass der Ausbruch auf der Unterseite gelingen kann, ja. Oder könnte. Also es wäre dann von der Systematik, so wie hier oben mit dem Long Breakout, wäre es halt mit dem Short Breakout auch gewesen. Irgendwo, ja, müsste man hier drinne gewesen sein bei der 84, um dann hier runter. Dann, ja. Und am besten, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, ist, dass manchmal der Markt wirklich erst in der letzten Minute also sein Aussehen dahin stellt, so wie man es vielleicht gerne hätte. Ja, also wenn wir uns das Ganze hier nochmal im 1-Minuten-Chart uns angucken, 5-Minuten-Chart, sorry, ja, dass man sich denkt, Mensch, mach doch hier nach dieser 1-5-Minuten-Kerze einfach die zweite für den Ausbruch und dann in der letzten Minute, ja, entsteht ja erst dieser lange 27-Punkte-Bar. Ja. Dass man da auch sagt, also meistens so, ich gucke oder versuche erst den Trade einzugehen im 1-Minuten-Chart in der zweiten Hälfte der Minute, im besten Falle. Und im 5-Minuten-Chart, wenn 2 Minuten, also 3 Minuten rum sind. Ja. Ja, also da werden sicherlich ein paar Stops schon mitgeflogen sein, aber wie gesagt, man darf nicht unterschätzen, wir sehen hier auch Verkäufe halt einfach in der Kasse. Und neben, dass hier vielleicht einfach Stops außerhalb der Range geflogen sind, sind natürlich auch ganz klassisch Verkäufe mit dabei, weil Future und Kasse am Ende ja Hand in Hand gehen. Ja. So. Aber klar, sind mit einer ganz großen Sicherheit hier auch irgendwie ein paar Stoppies mit dabei, die da ausgestoppt worden sind. Ja. Also wenn ich jetzt long wäre und hätte da noch meine Longs drin, wäre ich sicherlich ja auch ausgestoppt worden. Ne? Also wenn ich hier unten jetzt den Stop-Loss ans letzte Tief lege. Aber eigentlich, deswegen sind die Longs zwar viel zu hoch. Das Reverse hier ist eigentlich auch ganz cool schon. Vollgas runter. Naja. Erste Minute runter und jetzt, wenn es da auch gut läuft, geht es zweite, dritte, vierte und auch die fünfte noch höher. Mal sehen, wenn es richtig gut läuft. Also wenn es richtig gut läuft, dann sehen wir gleich die 82. Also das wäre genau, das wäre auch nochmal ganz cool. Mal sehen, ob es passt. Also wenn die Kerze hier wieder in der Range halt drinne schließt, wenn man jetzt sagt, das hier meine Trading Range. Wenn der Markt wirklich da drinnen wieder schließt, oder es ist ja noch keine wirkliche Range, weil uns fehlen eigentlich so richtig gute Auflagepunkte. Wir haben ja nur ein lokales Tief, mehr ist es ja nicht. Ja, ich bin sehr schwer. So. Also das ist eine gute Kerze, schöne Umkehrkerze. Erste Minute nochmal neues Tief und dann hier komplett umgedreht. Das ist eigentlich ganz gut gewesen. Jo. Das ist eigentlich perfekte Umkehrkerze, muss man mal so sagen. Erste Minute schwach und dann 4 Minuten nur Powerplay. Da muss man auf Zack sein. Aber was wollte ich sagen, wenn der Markt halt wieder hier oben schließt, durchaus die Chance, dass wir hier auch in der Range nochmal, vielleicht auch nochmal Richtung 13.323 gehen. Aber jetzt wieder die nächste 5-Minuten-Kerze. Kann natürlich auch sein, dass diese Umkehrkerze komplett abverkauft wird. Sollte einen auch nicht verwundern. Deswegen, also man muss gucken, dass man hier, ja, wo hätte ich jetzt reingemusst? Man muss da schon unter dem Tief halt rein. Also eigentlich muss man rein bei 50 bis 60. Ja, muss man drin sein. So, neue 5-Minuten-Kerze geht los. Wir achten mal darauf, wir haben immer noch
von diesem Hoch aus gesehen, tiefere Hochs und auch dieses Hoch, obwohl wir ein starkes Reversal gesehen haben, ist immer noch diese Außenkerze hier, diese Minuten-Außenkerze, wurde noch nicht zurückgehandelt, diese hier. So. Und damit, falls der Markt, wenn das ein Kasse-Ding ist, kann es auch sein, dass genau diese Erholung hier wieder neu abverkauft wird, dann kurz unter das Tief drunter, dann wieder schön hoch, vielleicht auch mal ein bisschen höher und dann wieder runter. Ja, und so kann das dann auch weiter runter, trotzdem weiter runterlaufen. Ne? Das ist ja ganz typisch, das, was wir ja gerade gesehen haben. Wenn jetzt immer wieder das Tief dieser Minutenkerze hält, dann hat man vielleicht das Glück, dass der Markt vielleicht 7, 8, 9, 10 Minuten, eventuell auch am Stück, halt eine Richtung zeigt. Was haben wir denn heute an Stückweise dann gesehen? An Minuten 1, 2, 3, 4 mit so, die am Stück gelaufen sind. Zwei, hier waren es 1, 2, 3, auch 4 Minuten. 1, 2, 3, 4, es ist jetzt schon wieder. Also wenn jetzt hier nicht gleich das Tief bricht, wäre das schon richtig lange jetzt. Ja, mit den steigenden Tiefs. Und auf alle Fälle, wenn jetzt gleich eine schnelle Kerze nach oben kommt, wer ist es dann? Wer macht die schnelle Kerze gleich nach oben, wenn sie kommt? Alle die, die hier auf den, warum geht eigentlich hier immer der Chart weg? Alle die natürlich auf den Breakout hier den Short gehandelt haben und noch nicht zugemacht haben. Ja. Ja, die machen gleich, wenn es denn so kommen sollte, falls es kommt, diese Kerze. So, wenn diese fertig ist, dann könnte man durchaus überlegen zu sagen, okay, die sind jetzt heraus, die Shorts, dann kann es halt fallen, weil die machen erstmal die Aktion nach oben und das wäre dann sozusagen nach dem Event eine Idee zu sagen, okay, dass man dann Short geht. Ja, das wäre halt so eine Idee. Mal gucken, ob jetzt hier der Plop kommt. Und die Leute merken, oh Gott, das geht wieder zurück in die Range. Auch ganz knapp, die EMAs haben auch noch nicht gedreht, sind nur sehr, sehr stark zusammengelaufen. Ja, mal gucken, ob hier der Plop noch durch das Hoch hier, durch die 94 gleich kommt. Aber das ist jetzt hier ganz gut. Jetzt haben wir hier schon wirklich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minuten. Er ist schon richtig lange, 6 Minuten am Stück in eine Richtung. Und natürlich ist auch so, dass man aus sowas heraus es einfacher hat, hier jetzt neu oder zumindest jetzt ist es einfacher, an das Hoch hier zu gehen und eventuell sogar den Ausbruch zu hinzubekommen. Warum? Weil wir hier mit dieser Bewegung halt alles, was hier vorher drinne war, mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch rausgekegelt hat. Und nach so, ja, nachdem so der Markt dann erstmal durchgenudelt wurde, oftmals ein gutes Zeichen, dass da vielleicht ein bisschen Momentum reinkommt. Genauso wie es hier alt war, wenn man so will. Wir sind durch dieses lokale Tief durchgefallen und dann ging es etwas schneller und konsequenter nach oben als hier davor, dieses Hin und Her. Ja. Wie gesagt, kann passieren, muss nicht. Ja. Ja, man muss dann halt immer überlegen, jetzt, wo ist mein Trade, also wo ist mein Setup, wo ist mein Risiko. Also wenn ich jetzt hier handeln würde, ich würde jetzt hier an der Stelle eher Long handeln. Und würde hier drauf gucken, dass ich versuche, hier in solchen Preisbereichen im unteren Drittel vielleicht von so einer Kerze reinzukommen. Und wenn die Kerzen so überlappend sind, dass man da versucht, diesen Trade halt aufzubauen. Aber wenn man hier oben den Long eingeht, ist es oftmals halt viel zu hoch, weil die Kerzen immer auch im 1-Minuten-Chart meistens überlappend sind. Also wenn man hier am Hoch der Kerze reingeht, dann lieber hier in den versuchen, in den Überlappungen der Kerzen nach Longs zu suchen. Man hat halt prinzipiell einen kleineren Stop als da oben. Ja. Sind auch hier 10 Punkte, ja, wenn der Markt halt nicht weiter steigen sollte, die man dann weniger verloren hat. Ja, also auf die Außenkerze hier würde ich jetzt Acht geben. Falls es im positiven Sinne, im Sinne der Range hier hält, diese Außenkerze, dann wäre das okay und dann könnte man hier vielleicht im Sinne der Range auch nochmal überlegen, ob es vielleicht höher geht. Ansonsten, ja, würde ich auch warten, bis der Markt halt mit seinem Range-Gedattel fertig hat und vielleicht, wie gesagt, es zwingt einen ja keiner zu handeln. Das ist immer ganz wichtig. Ja, und man muss versuchen, da bin ich immer so ein Freund davon, also ihr müsst, oder finde ich, also einen Trade ist ja am Ende. Vielleicht jetzt, um das so ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Am Ende ist ja ein Trade, ein Glaube daran, dass sich was vollzieht, was ich aufgrund meiner Erfahrung und Kenntnisse halt bekomme. Also Trading, klar, viele sagen, ich handle nur ein Signal, aber am Ende steht ja hinter dem Signal, dass das Signal mir sagt, dass der Markt danach in die richtige Richtung läuft, in die ich gerade getippt habe oder gesetzt habe oder getradet habe.
So, und am Ende muss man ja daran glauben, dass das passiert, was ich da, also was mir das Signal gibt. Ja, klar, ich habe immer meinen Stop drinne und mein Risiko. Wenn man jetzt aber für sich halt, oder was ich halt finde, um jetzt nicht zu sagen, ja, rein technisch gesehen muss das so oder so handeln, sondern wenn man jetzt versucht, herauszufinden auf gewissen Strecken, wo man merkt, okay, das läuft nach einem gewissen Muster halt ab, also sei es auch welches Antäuschungsmanöver, ja, zum Beispiel den einen Tag auch, da rutscht der Markt hier so runter und man denkt, oh Gott, wenn ich, oder ich würde denken, vielleicht unter normalen Umständen, wenn der Markt halt hier jetzt runterfällt, das ist eigentlich ein Short Trade und dann sieht man plötzlich in den letzten 20 Sekunden, zieht er genauso schnell wieder, also extrem schnell nach oben. Die Kerze schließt in der Minute wieder oben und danach klicke ich dann relativ automatisiert einfach den Long rein, weil es für mich so eine Art, ich nenne das Verräterkerze ist, die am Ende versucht hat, die Leute reinzulocken, gescheitert ist und dann sieht man auch die Auflösung auf der Oberseite. Also was ich sagen will, ist, wenn ihr vielleicht den Markt spüren könnt, also anhand, wie der Markt hin und her läuft, dass man das so vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, dann kann man vielleicht auch gewisse Sachen einfacher umsetzen oder man ist schneller bereit, auch zu sagen, ja, ich verlasse den Markt, weil ich kann, ich habe kein, das hört man vielleicht auch mal bei anderen Tradern, Menschen sagen, ich habe gerade keinen Zugriff auf den Markt, ich kann es gerade nicht lesen, ich kann es nicht deuten, ich weiß überhaupt nicht, was der hier vorhat. Und wenn man das zu sich alleine sagen kann, kann es sein, dass man einfach einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, ja, ich habe noch Kaffee oder ich mache ein paar Fitnessübungen oder ich gehe hier eine Runde um den Block und komme halt später wieder. Oder was ich jetzt zum Beispiel machen würde, ich würde jetzt den Markt zum Beispiel bis 17 Uhr einfach beiseite lassen und würde dann gucken, Stunde ist fertig, wie sieht die Stunde denn aus? Wo hat die Stunde geschlossen und dann vielleicht zu überlegen, oh, mit neuer Stunde, das könnte, weil der Markt im Stundenchart an einer interessanten Stelle ist, das könnte sich dann im Ein- und Fünf-Minuten-Chart vielleicht dann für mich so und so auswirken und dann könnte ich dann einen Trade machen. Ja. Genau, das wäre dann so die Idee. Also aktuell seht ihr das sogar hier im Ein-Minuten-Chart, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten jetzt Konsolidierung hier innerhalb dieser einen einzigen Minute. Also normalerweise sollte die Kerze eigentlich nach oben aufgelöst werden. Könnte ja auch gleich passieren, die Tesla-Aktie ist genau aufs Tages, auf den Schlusskurs von gestern gelaufen und breit nach oben ab. Jetzt müsst ihr hier nur ein, zwei große Aktien vielleicht auch noch mitmachen, dann könnte das werden. Also ein bisschen, also ich würde jetzt mal tippen, aber nagelt mich nicht fest, ich würde so ein bisschen auf den Long tippen. Die 15-Minuten-Kerze hier sieht ganz gut aus. Also auch da, das Tief wurde gekauft. In der Stunde sind wir ja auch über dem Tief der letzten Stunde auch darüber. Also der Plop, zumindest aus meinen Augen jetzt aktuell auf der Oberseite, würde mehr Sinn machen. Und wenn es halt unten ausgeht, hätte ich mich halt vertippt. Ja, so hätte ich die Wette verloren. Aber ich gehe jetzt hier auch keinen Trade ein, also weil das muss ich jetzt nicht haben. Gut. Ich weiß nicht, wo ist der? Aber das ist so gerade so eine Phase, wo der Markt gerade seine, also na, im Normalfall wäre es so, nach so einer langen Phase, wo der Markt jetzt hier seitwärts läuft, sollte eigentlich eine schöne Bewegung sich anschließen. Unter normalen Umständen. Achso, hier hängt schon, ne? Ja. Im besten Falle. So, Long ausgebrochen. Und was wir jetzt brauchen, da können wir hier mal löschen. Brauchen ist halt hier irgendwo, dass man sieht, dass da eine Kauforder hier läuft. Normalerweise habe ich dann immer hier noch so einen anderen Chart an. Aber den hat es ja auch irgendwie zerlegt. Also hier unten die Limits gehalten auf der 91, die 50 Kontrakte. Jetzt mal gucken. Jetzt bräuchte man halt irgendwo hier, dass der Markt hier so diese Preisbrecher hat. Das sieht man, wie gesagt, in einem anderen Chart sieht man das noch besser. Wenn man da noch das sieht, wie die Limits halten. Also das sieht jetzt ganz gut aus. Also hier kann man sagen, Außenkerze diesmal gehalten, Ausbruch auf der Oberseite. Das sieht jetzt ganz gut aus. Ja, und Zielbereich würde ich dann hier irgendwo von hier aus und sowas. Alles, was hier in dem Bereich ist, wäre schon für mich dein Ziel. Ja. Wenn es richtig gut läuft, der Markt läuft da rein und kommt nicht sofort richtig schnell zurück. 150 Kontrakte auf der Verkaufsseite. Jetzt kann man mal gucken, ob der Markt diese hier respektiert.
Da sind sie, da auf der 97. Mal gucken, hier, da auf der 97, ob er sie frisst. Wenn er die frisst, dann wäre es eigentlich ganz gut für den Long. Ja. Also am besten wäre fressen und direkt weg. Und am besten dann diesen Bereich, also da, wo die Order lag, denn das wäre dann im Orderflow, Widerstand wird zur Unterstützung. Das heißt, der Markt würde dann einfach die Seite wechseln und dann würden danach dann Limits auf der anderen Seite liegen. Also Außenkerzen nach außen verlassen. Deswegen, hier wäre es jetzt genauso. Wie gesagt, ich habe jetzt den Trade hier nicht. Wir gucken jetzt mal hier die Kontrakte 140 da oben im Limit Sell. Also Verkäufer, jemand verkauft hier 140 Kontrakte. Und wenn es keinen gibt, der da durchgeht oder keine Aktie auch steigt, dann setzt auch die Arbitrage nicht ein, die das dann wegkaufen kann. Ja, und kann auch sein, dass derjenige die Order dann löscht. Jetzt ist er gelöscht, glaube ich, ne? Ja, gelöscht. Hat er sie weggelegt. Ja, passiert auch immer wieder. Ja, ist ja auch ganz normal, wenn er sagt, ich will doch nicht raus. Wenn man das jetzt interpretiert, das wäre jetzt ein Take Profit, also kein Entry. Dass man sagt, okay, warum hat er den weggelegt, diese 150 Kontrakte? Vielleicht hat er es ja weggelegt, weil er davon ausgeht, dass der Markt vielleicht noch höher geht. Da macht es natürlich Sinn, die Order nach oben wegzuschieben und dann wäre es natürlich cool. Dann wüsste man, dass mal Long etwas sicherer ist. Ja. Aber ihr seht jetzt hier in der Phase, dass wir trotzdem hier sehr gut ja, die Außenkerzen im 1-Minuten-Chart richtig gut gehalten haben. Ja. Und das ganz gut war. Genau, was ich noch sagen wollte, ist, also die Idee wäre hier gewesen, wie gesagt, man kann natürlich hier oben über dem Hoch halt long gehen oder auch hier da oben die Longs reinnehmen. Aber wenn der Markt dann immer erstmal zurückkommt, ist es besser zu sagen, ich gehe im unteren Drittel der 1-Minuten-Kerze hier eher den Long ein. Weil wenn wir Momentum haben, dann sieht das immer so aus, dass die Kerzen mal mehr, mal weniger verschachtelt sind, aber sie halten. Der Top-Trade wäre natürlich gewesen, hier unten den Long zu nehmen, wenn man sagt, okay, die Außenkerze hält. Ja, der Stop-Loss dann vielleicht hier. Ja, und wenn man dann sieht, was da das CAV wäre, also ganz grob, das wäre vielleicht hier das Risiko. Machen wir es mal voll. Das wäre das Risiko gewesen. Ja, machen wir mal voll, genau. So, jetzt hat es genommen. So, das Risiko hier. Und das die mögliche Chance. Ja, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Ja, auch wo immer man denn rausgeht, als Beispiel so. Wäre es ja auch okay. Ja, vom CFO. Genau. Ja, sieht ganz gut aus. Hat sich, vielleicht habt ihr das ja gespürt, hat sich gut angefühlt vom Setting her, fand ich jetzt. Vielleicht das noch zu handeln wäre sicherlich noch eine Nummer besser gewesen. Ja, hier oben, das ist jetzt für mich hier Zielbereich. Also da oben würde ich auf alle Fälle den Trade hier beenden. Aber schade, dass der Chart nicht geht. Die Heatmap, wo er, da sieht man es normalerweise immer schön, wie das dann, gestützt wird, ne, durch die Limits. Aber gut, ist jetzt nicht so will. Ja, so, gucken wir mal in den 5-Minuten-Chart only rein. Nochmal zum Ende hin. Ja, war es denn doch eine gute Struktur noch gewesen hier? Ja. Könnt ihr auch mal gucken hier, das ist sozusagen diese letzte Außenkerze hier so ein bisschen, die noch offen ist. Da muss halt drüber. So, das wäre jetzt auch was, dass die Außenkerze im 1-Minuten-Chart ist jetzt hier. Ja, das heißt, wir haben jetzt die nächste Konsolidierungsphase. Ja, wenn man davon ausgeht, dass der Markt das wieder so halten kann, dann ja, wäre dann eher hier im unteren Drittel nach Long Ausschau zu halten. Und dann kann man, also hier kann man durchaus mit Trade Management relativ viel dann auch anfangen. Also wie gesagt, ich wäre jetzt mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit hier raus. Also ich kenne mich ja. Aber wer hier sozusagen dann einfach der Außenkerze folgt, den Trader von mir, also auch den ich mal gecoacht habe, der setzt das eigentlich sehr, sehr gut um mit diesen, der ist da, ich sage jetzt für mich immer schmerzfrei. Der setzt das um und vor allem, wenn er dann, es gibt Tage, könnt ihr gucken, da läuft der Markt über eine halbe, dreiviertel oder sogar eine Stunde, selbst im 1-Minuten-Chart so sauber, dass man halt in solchen Phasen dann in diesen Außenkerzen aufbauen kann. Und vom Trade Management, jetzt sieht man hier kommen auch ein paar Limits rein wieder.
So, man merkt schon, da sind auf alle Fälle, das ist ein Markt, der wird gerade gekauft. Ja. Das merkt man hier jetzt so ein bisschen. Ja. Klar, das geht mit hoher Wohler vonstatten, aber ihr habt das hier unten gesehen, wenn ihr auch das Video euch anguckt, dann seht ihr kurz so 30er-Kontrakte hier unten drinnen liegen. Und sobald die reinkommen, kauft schon jemand anders den Markt davor weg. Ja. Und das ist genau das Ding hier. Also wer das sieht, wie die reinkamen oder wo die reinkamen, ja, hier diese Limits da, ja, diese höheren Dinger, dann da sieht man dann, okay, ja, also wenn das hier gehalten wird, klar, das wird jetzt hier meistens eigentlich wegverkauft und geht erstmal ein Stück runter, weil immer jemand dieses Hoch auch nimmt. Ja, aber das ist, wenn diese halten, diese Bereiche, ist eigentlich echt cool. Ja, also klar, jetzt nicht gehandelt, aber ich hoffe, vielleicht für euch gut erklärt, wo der Future vielleicht auch so ein bisschen hier und da mal den Vorteil hat, wenn diese Levels halten. Ja. Und man so das Level 2 so sieht oder zumindest sieht, sobald die erscheinen, solche größeren Orders, was danach passiert. Das ist eigentlich so, das war jetzt hier auch heute jetzt gerade ganz gut zu sehen und es passte halt im Kontext zu der Aufwärtsbewegung über die Außenkerzen. Finde ich eigentlich, war es relativ gut zu sehen und ja, wo wäre, also man sieht auch jetzt, die legen hier die Limits rein, weil ja, weil sie immer noch Angst haben, durchaus auch, dass wir hier vielleicht zu hoch gehen, ja, und ja, und wer da, klar ist natürlich, wenn die zu spät hier, die Limits, die jetzt zum Beispiel jetzt hier erst long gehen, ja, wenn die gehen hier long, da long und dort long, also per Limit, sie müssen per Limit reingehen, weil wenn ich Market 50 Kontrakte oder 100 Kontrakte kaufe, dann da zerschieße ich mir die Markt, also das heißt, sie müssen halt immer per Limit die Position aufbauen, aber wenn die halt so hoch drinne sind, dann weiß man natürlich oder kann sich auch recht gut vorstellen, was passiert, wenn der Markt dann an so eine Kerze kommt, weil dann bricht das hier raus, weil die Limits von da oben dann auch geschlossen werden und dann gibt es da den starken Push. Ja, findet ihr auch immer wieder. Aber Außenkerzen, sehr interessant gerade. Also jede Außenkerze hat hier einen guten Job gemacht. Und ich bin jetzt gerade abgekommen vom Thema. Vielleicht an dem Beispiel ist gerade ein echt ein sehr gutes, praktisches Beispiel. Wenn ihr mit diesen Außenkerzen im 1-Minuten-Chart und der Markt macht mal die Struktur. Wenn man das durchhandeln kann und man erwischt eine Phase, wo das über 10, 15, 20 Minuten geht und ihr habt das Trade Management optimiert, also ich kann es in der Theorie handeln, aber ich handle selber relativ wenig, weil ich einfach dann zu lange für mich in den Trade halt drin bin und bei der Vola nicht immer das gehandelt kriege dann am Ende. Also es ist halt nicht meine bevorzugte Art, aber ich habe sie, also das kommt auch im Grundkurs Scalp Trading vor mit den Außenkerzen und wer aber für sich halt merkt, das ist halt ein Thema für einen, der kann damit wirklich Positionssizing richtig gut was eincashen. Und derjenige macht das halt wirklich so, dass er halt Positionen auf und abbaut. Wie gesagt, an dem Beispiel, jetzt können wir es eigentlich mal ganz gut erklären. Klar, am Anfang hat er es auch noch so gemacht, dass man halt, dass er immer Fibos angelegt hat, an so eine Minutenkerze als Beispiel. Man hat gesagt, ich will halt hier unten ab 50% oder 61% darunter einsteigen. Ja. Und derjenige hat das dann aber, klar, irgendwann muss ich jetzt keine Fibos anlegen, wenn ich halt grob sage, ich will im unteren Drittel rein. Ne? So, also es läuft hier echt super gut. So, wie würde jetzt der Handel hier aussehen? Also, wenn euch das noch interessiert, dann erkläre ich das noch. Ansonsten, ah, ich denke mal schon, gell? Ja, klar. Muss ich jetzt, gell? So, ich muss mal kurz einen Schluck trinken, damit man das hier noch durchmacht, weil es wirklich ein schönes Beispiel gerade ist. Aber, also, ich ärgere mich nicht, dass ich es jetzt nicht getroffen habe, sondern zumindest gedanklich aufgreifen konnte, das Ganze. Und jetzt gehen wir das Ganze noch als zum Abschluss hier nochmal trade-technisch durch. Da haben wir heute ein richtig langes Webinar gemacht, hier 2 Stunden. Also wie gesagt, es geht am Ende um den Mehrwert für euch, weil ja. Und selbst wenn ich sowas nicht handle, ich weiß, wie ich es erklären kann. Und wenn es denn jemand handelt und ich habe da ein, zwei Spezies, die das, also einer, der handelt es richtig gut, der andere, er gibt natürlich auch Fallen dabei. Ist noch nicht ganz so gut da drinne.
weil er die richtige Marktphase einfach nicht trifft. So, und da fehlt auch noch ein bisschen was. Aber gut, ich will jetzt gar nicht so weit ausholen. Gehen wir mal ganz einfach danach. Also wichtig ist, Außenkerzen sollen halten, so wie hier dargestellt. Man könnte jetzt vielleicht hier auch nochmal eine markieren. Die nächsthöhere, die jetzt auch hier gehandelt wird, ist jetzt ja die hier. Ne? So. Und jetzt können wir hier mal ja auch, ne, das wäre jetzt die nächste. So, wie geht derjenige vor, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben einen optimalen Start. Das heißt, als Beispiel, wir sind hier einmal long hier gewesen, wollen wir halt davon ausgehen, dass der Markt das halt macht. Dann hält die Kerze hier und wir bauen hier eine Position 2 zum Beispiel auf. Und jetzt kann man sich hier ja entscheiden, wie man das halt nun handeln möchte. Wenn man jetzt davon ausgeht, okay, der bricht vielleicht die Minute noch nicht gleich oder da oben das weg, nehmen wir zum Beispiel einen Exit halt hier. Das heißt, wir haben dann schon mal uns eine von einer Position hier verabschiedet. Gut, wir machen es mal blau, weil es ein Gewinntrade halt ist. So, von einer Position hier verabschiedet und jetzt liegt ja der Entry der Position hier unten. Und das sieht natürlich auch im Chart richtig nice aus, wenn ich vorstelle, ihr habt da unten einen Entry drinne liegen. Das sieht dann, klar, zu dem Punkt, also jetzt noch, sieht es noch nicht ganz so gut aus, aber es sieht dann halt, wenn die Position drinne bleibt, halt ganz gut aus. So, jetzt läuft halt die eine Position hoch und jetzt fangt ihr halt an, hier Positionen wieder aufzubauen. Das heißt, sobald wir eine Konsolidierungszone zum Beispiel hier in so einer Kerze sehen, als Beispiel hier kommt da jetzt ein Trade wieder rein, den stellt man halt wieder glatt mit plus 10 Punkte. Ja, oder einen Teilverkauf von mir aus. Also, keine Ahnung, ob das 10 Punkte sind, ein bisschen mehr sind. Ja, ja, sagen wir mal, es sind grob 10 Punkte, damit wir es jetzt einfacher alles haben. Ja. So, dann werden im unteren Drittel hier die Limits gelegt oder ab der Hälfte von mir aus. So, das heißt, hier per Limit liegt dann auch wieder eine Position drin, wird wieder eine Position aufgestockt. Ja, und ihr habt ja aber immer noch hier unten die eine Originalposition drin. So, und zusätzlich holt man sich dann wieder hier mit der Kerze, mit dem Breakout von mir aus, dann wieder im Rücklauf, wieder ein paar Punkte. Ja, so, wieder 15 Punkte, die man sich dann hier reinholt. Und wir haben ja immer noch die Originalposition drin. Und wenn ihr das hier im Stereo Trader jetzt handelt, dann habt ihr hier, ich mache es mal mit Orange, ja, euren BE. Das heißt, der BE von hier oben rutscht, wenn ihr die erste Position raus habt, schon mal hier runter. Also, ich sage mal 10 Punkte, ne? Rutscht hier runter. So, euer BE liegt dann erst hier. So, dann habt ihr nochmal 10 Punkte, dann rutscht der BE hier hin. Dann nochmal 10, 15 Punkte, dann rutscht der Break-Even hier hin. Und ihr habt ja immer noch euren Trade da drin. So, und jetzt kann es sein, dass er dann hier wieder den Trade halt aufgestockt hat und irgendwann fliegt er natürlich dann auch raus, ganz klar. Ja. So, stockt den Trade wieder hier auf und nimmt dann vielleicht auch mal mit beiden Positionen das mit oder ihr stellt dann schlussendlich dann auch die Position hier glatt. Ja, in dem Breakout. Mal wieder hier. So. Wieder mit einem Trading Stop von mir aus dran gebastelt an die Position oder was auch immer. Ja, steht hier wieder weg, wieder 10 Punkte und dann habt ihr schon 4 Positionen und ihr seht, man handelt gefühlt immer nur eine Position und hat aber immer die ganze Zeit noch die untere drin. Also das ist jetzt das perfekte Trade Management, aber es funktioniert durchaus so, weil ihr in Summe viermal Positionen auf und abgebaut habt. Ja, und dann irgendwann stellt ihr hier die unterste Position, wenn euer Ziel hier oben der Widerstand halt ist, und dann sagt, okay, jetzt stelle ich hier auch noch die untere Position auch noch glatt. Oder ihr lasst die halt so lange drinnen laufen, das ist dann Trader-Typ abhängig, dass ihr sagt, okay, bis dann irgendwann die Außenkerze, und das könnt ihr auch nachziehen. Ihr könnt ja im Stereo-Trader den Trailing-Stop, den Pryx Plus oder Pryx nehmen, dann zieht er ja immer nach der Außenkerze auch nach mit einem Abstand von 5 Punkten. Ja, und das wäre dann sozusagen der Trailing-Stop von der Position da unten. Und wenn ihr die dann hier oben als Beispiel dann glatt stellt, ihr werdet dann hier ausgestoppt. Ja, und habt hier, keine Ahnung, den Trade hier beendet. Vielleicht, wenn ihr hier noch einen zweiten habt, dann ist auch der zweite Trade hier beendet. Also machen wir mal so, dass das hier das Ende wäre. Ja, und dann habt ihr das Ganze hier, der ist ausgestoppt dort im Verlust und der hier ist ausgestoppt im Gewinn. So, das wäre das Trade Management in der Position aufskalieren, reinskalieren, ausskalieren, rein und raus.
Und ihr riskiert eigentlich nie was, sondern ihr erhöht, max ihr habt nur, ihr maximiert am Ende euer Gewinn. Und das Krasse ist halt, wenn ihr im Nasdaq einmal einen Lauf erwischt und derjenige hat gesagt, der macht das, also der macht das jetzt konsequent so und wartet darauf. Klar ist, man muss halt im Kontext die richtige Marktphase erwischen. Das ist dann die Aufgabe. Nicht in Anfang nach jeder Außenkerze sofort nach Entries zu suchen, sondern man muss, so wie jetzt gerade auch, ich fand eigentlich das jetzt gerade richtig gut, denn der Markt hat hier das Tief halt rausgeholt, ausgestoppt und dann dieser schnelle Reverse plus das Halten dieser Range fand ich eigentlich ist ein guter Startpunkt, um wieder in diese Range einzusetzen und diese, wenn die von der Struktur her so gekauft wird, perfekt. Jedenfalls hat er manchmal Trades, die laufen, also das, was hier im 1-Minuten-Chart läuft, kann man dann auch später, wenn man weit vorne ist, auch in den 5-Minuten-Chart umswitchen. Und es gibt halt manchmal, gibt es Phasen, da sehen wir 16 Kerzen in eine Richtung, also über eine Stunde, dass der Markt nur in eine Richtung läuft, also immer Außenkerze, zwei, drei Kerzen, Konsolidierung, aber trotzdem entweder steigende Tiefs und immer Aufwärtstrend und dann kommt halt der nächste Push. Ich selber kann das halt nicht, derjenige kann das und ja, und am Ende hat er gesagt, Heiko, voll krass, ich habe innerhalb von einer Woche, obwohl ich nie mehr, also man geht ja nie hohes Risiko ein, weil selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt gucken, vielleicht was hier noch geht, selbst wenn ich den Trade, also wenn der einmal anläuft und ich lasse den bis auf null laufen, habe ich ja viermal die Teilposition schon verdient davor. Also das heißt, am Ende verliert man nie was. Und wenn man dann das dann noch dahingehend trifft, dass man vielleicht sogar zwei, dass man das nicht mit zwei Positionen hat, sondern drei, vier, fünf. Und naja, jedenfalls Ende vom Lied, derjenige hat, obwohl er nie mehr riskiert hatte als vorher von seinem Trading-Stil her, sondern immer nur um Gewinnposition aufskaliert hat und auch die ein oder lange Bewegung erwischt hat, ja, innerhalb von einer Woche, sagt er, dafür habe ich früher ein Viertel oder ein halbes Jahr gebraucht an Performance, was ich jetzt hier zum guten Teil in einer Woche geschafft habe, weil halt der Nasdaq, wenn er oder auch jeder andere Markt, der Dow ist ja sicher, ist genauso, also an den Tagen, wo der Markt halt 2, 3% am Stück läuft und die Tage gibt es ja immer wieder und diese Struktur halt da ist, dann lässt sich damit massig Geld verdienen. Ja. Also das so als Idee vielleicht mal ein extra Video wert. Also ihr seht ja hier, guckt mal hier, wie sauber der am Ende dieses gehalten hat. Also selbst wenn man hier jetzt mit dem Trailing Stop gearbeitet hätte, Abstand 5 oder 10 Punkte mit dem Price, ja, dann wäre der Trailing Stop jetzt aktuell hier oben von der letzten Position, wenn man den Trail aktiviert. Ja, und wieder seht ihr das. Also das ist ein richtig gutes Paradebeispiel. Vielleicht werde ich es nochmal in einem Einzelvideo extra separat nochmal rausholen und vielleicht daran mal einem Replay auch das Problem im Future Replay ist leider, ich kann halt nicht einstellen, also dass die Replays, die ich, obwohl bei dem Replay kann man das bei der anderen Software. Ich glaube, da kann man LIFO einstellen. Also das Problem ist halt, die steuerlich-rechtliche Sicht, also richtiges Trading ist halt First In, First Out, also das FIFO-Prinzip. Im Stereo Trader habt ihr ja die Möglichkeit, das auf LIFO umzustellen, was ich halt auch viel besser finde. Aber das ist halt genau das Teil. Also wenn man hier in diesem Teil Position aufbaut und theoretisch könntet ihr, hättet ihr sogar jede Position aufbauen können und wärt mit der Gesamtposition wahrscheinlich nie im Plus. Und stellt euch mal vor, in den drei Positionen am Stück halt mit, die ihr sonst nie handeln würdet. Also das heißt, derjenige hat gesagt, Heiko, ich habe manchmal das, also der hat halt, ich sage jetzt mal als Zahl, damit man sich vielleicht vorstellen kann, nicht als Prozent oder also sagen wir mal als Prozent, teilweise das 200-fache seiner oder das Doppelte oder Dreifache der Positionsgröße drinne, die er sonst früher immer mal gehandelt hat. Und er sagt, und das Krasse ist, ich riskiere am Ende nur plus minus null und nie mehr. Ja, und das, wenn wer das halt vielleicht auch mal realisiert hat, so einen Trend zu erwischen, der kann halt ja, in so einem Trade halt richtig was abcashen. Also das ist halt die Idee dahinter, wer das kann. Ja, man sollte damit aber auch klein anfangen, denn wie gesagt, in den Phasen, wo es halt nicht anläuft, habt ihr halt auch immer Ausdauer.
Also das gehört halt auch dazu. Aber die Phase heute hier sieht ja bis jetzt ganz gut aus und ja, vielleicht geht es durch bis 17 Uhr. Ja. Und jetzt sind wir ja wieder oben. Aber das war hier eine schöne Phase. Wäre, wenn man es noch live gehandelt hätte, sicherlich die Kirsche auf der Sahne gewesen. Aber der eine hat sie gehandelt, wie ich gerade lese. Aber reines Trading von Außenkerzen. Ja. Und ja, so laufen wir halt, wenn eine Bewegung dann doch mal gut läuft, das Ganze ab. Und klar, irgendwann ist Schluss und irgendwann wird auch die Außenkerze hier getriggert werden und wirklich verlassen werden. Das ist so. Und dann ist man halt raus aus der Nummer. Aber da, ich habe jetzt aber, wenn ich das jetzt gewusst hätte, dass ich das Thema heute habe, dann hätte ich mal, aber das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, einen Screenshot von demjenigen. Klar, müsste ich vorher mal fragen, ob ich den veröffentlichen dürfte. Ja. Also derjenige lag auch vorher in einem Bereich minus, plus, minus, sei jetzt mal 100 bis 500 Euro. Und hat es dann an manchen Tagen geschafft, aus einem einzigen Trade in einer einzigen Phase, obwohl der, also der hat jetzt nicht pro Trade 300, 400, sondern eigentlich pro Trade so 50 bis 100 Euro riskiert. Und wenn es dann halt ein schlechter Tag war, waren es minus 300, 500, guter Tag dann halt auch in der Range. Und hat es dann sogar geschafft, sagt er, davon hat er mir einen Screenshot geschickt, seinen ersten Tag, wo er 1000 Euro an einem Tag verdient hat, was er in seiner Karriere noch nie verdient hat. Ja, weil, also dieses Thema wird ausführlich ja in meinem Grundkurs Skype Trading behandelt und das fand er dann schon, sagt er, ein Wahnsinn. Und dann 3 Tage später schickt er mir einen Screenshot und hat da irgendwie knapp, also 2700 irgendwas, weiß noch, irgendwas so, also nicht ganz 3000 verdient und sagt er, voll krass. Und ich habe einfach nur Limits gelegt, ja, an der unteren Range hier. Von so einer Außenkerze, der Markt lief wieder weiter, wieder ein Teilverkauf raus, bisschen was drinnen gelassen. Ja, im CFD könnt ihr das natürlich noch wesentlich einfacher gestalten, weil ihr könnt ja auch sagen, zum Beispiel, ich handle als Beispiel hier mit einem CFD und stelle hier oben raus nur 0,7 oder so. Das könnt ihr ja mit CFD relativ einfach machen. Ja, und so kann man das halt dann durchziehen. Ja. Auf alle Fälle, ja. Das ist auf alle Fälle passend. Wahrscheinlich, wenn ich ihn heute anschreibe und sage, hast du heute gehandelt und hast du das gehandelt? Wenn er da war, vielleicht und er hat es gehandelt, dann dürfte es sicherlich auch für ihn ein guter Gewinntag sein. Oder zumindest, wenn ich das sehe, weiß ich, okay, wenn derjenige da ist, dann könnte das ein guter Gewinntag gewesen sein oder ein Gewinntag allgemein halt. Ja. Genau. Ja, und dann kommt es halt darauf an und dann muss man sich in dieser Art des Handelns halt optimieren, perfektionieren. Ja, und prinzipiell muss man halt ein Trend-Trader sein als solches, ja. Dann funktioniert das. Für Range-Trader sicherlich genau das, was man halt nicht sehen möchte, aber für Range-Trader auch ganz gut. Denn wenn ihr nämlich als Range-Trader seht, dass ihr zum Beispiel, man ist jetzt hier Short als Beispiel und diese verdammte Außenkerze hält halt wirklich und sie wird nicht gebrochen, dann habt ihr zumindest das Argument auch zu sagen, okay, dann muss ich halt hier unten mein Trade halt wieder glattstellen, wenn der Markt wieder hochkommt. Zurücklehnen können sich die Short Trader auf alle Fälle, wenn diese Range halt gebrochen wird im 1-Minuten-Chart oder auch später im 5-Minuten-Chart, dann kann man sich ja vielleicht zurücklehnen und kann sagen, okay, habe ich Glück, kann ich hier unten irgendwo mein Trade schließen. Ja. Ja. Also das als Idee, schaut einfach mal rein, hat sich jetzt gerade zufällig hier ergeben, auch wieder perfekt gehalten hier das Ding. Ja. Mit neuer, nee, noch nicht neuer Stunde. Crazy, crazy, crazy. Ja. Ja, los, dann 17 Uhr kommt der Plop, dann sind wir alle zufrieden. Dann gucken wir uns hier noch an, mal gucken, ob er kommt. Ja, das ist eine ganz typische Struktur, wenn es mal läuft. Ja. So, die Stundenkerze sieht jetzt auch sehr interessant aus, also unter das Tief hier getaucht, der vorhergehenden Stunde. Und dann hochgelaufen und hier im 15-Minuten-Chart auch relativ klassisch das Ganze. Also ja, die 15-Minuten-Kerze hat ja auch wieder innerhalb der Range geschlossen und das war ja dann auch der Trigger, wo man sagt, wenn das so bleibt und die neue 15-Minuten-Kerze weiter nach oben geht, dann wäre hier der Long für mich dann eher passender. Ja. Optimal wäre natürlich jetzt der Plop und in so einer schnellen 20, 30, 40-Punkte-Kerze kann man ja einfach seinen Trade ja auch beenden und sagen, oh, puff, ja, so.
Jetzt muss man merken, dass der Druck kommt, dass die Jungs jetzt wollen. Jetzt wäre es natürlich gut zu sehen, dass nicht zu aggressiv hier reinverkauft wird, weil jeder, der natürlich auf der einen Seite wollen die Trader den Plop halt haben, um da rauszukommen. Also, was macht man jetzt hier? Ich habe jetzt hier keinen Demo-Modus, sonst würde ich es im Demo-Modus hier mal machen. Also, normalerweise macht man es jetzt so, dass man jetzt hierher geht und wenn man jetzt, egal welche Longs man hier drinne hat, im besten Falle möchte man nicht hier rausgehen an der Range-Kante. Im besten Falle möchte man ja, dass auf der anderen Seite weiß man ja, dass gegen diese Bewegung ja auch entsprechend viele Trader short sind. So, und wenn die rausgehen, gibt es eigentlich typischerweise dann den Plop hier, weil die unter Wasser sind. Und was macht man als Trader? Man würde sich dann herlegen und im Stair Trader natürlich die Limit Pullback anmachen und würde einfach hier oben Limits reinlegen. Also über den Hoch, dass wenn der Markt hier pusht, dass man hier eingehangen wird und dann, wenn es gut läuft, dass der Trail dann auch vielleicht hier ein paar Punkte mitzieht, wenn man es dann, wenn es dann gut läuft, hier so mitzieht. Und dann kommt man halt ja vielleicht ganz gut raus. Ne? Das wäre halt ideal. So. Jetzt können wir mal gucken, hier, wie der Push jetzt kommt. Neue Stunde hat angefangen. Ja, direkt über das Hoch der Stunde drüber hier oben. Da sind ein paar Take Profits. Also alles, was jetzt hier an großen Orders drin wäre für mich hier jetzt Take Profit. Also das heißt Limit Sales, die hier rausgehen und die, die Schmerzen haben, verkaufen oder kaufen in diese Orders hier hinein. Ja, jetzt mal gucken, ob der Push kommt. Also perfekter Verlauf. Also wer das zumindest gedanklich, so wie ich das erklärt habe, mitbekommt, der kann hier auf alle Fälle wahrscheinlich, wenn ich das Webinar ausmache, denke ich mir, oh, das wäre so geil gewesen, das zu handeln. Also zumindest ein Stück davon. Gut, also was da fehlt, ist das Finale, so ein bisschen fehlt noch. So ein Squeeze, den man hier auf der Oberseite hat. Ich mache mal hier 0. Mal gucken. Dann seht ihr hier ganz viele blaue Orders auf der rechten Seite und richtig große Lücken im allerbesten Falle. Also hier Außenkerze, wo die nächste Konsolidierung kommen könnte. Ja, dann jetzt hier die hier. Ja, und ihr seht, wie weit ihr weg wärt von eurem Entry da unten. Das sind jetzt hier mit Ausstoppen 60 Punkte. Es läuft sehr konstant, aber wenn ihr jetzt auch seht, das sind jetzt hier 31 Bars. Ja, das ist eine halbe Stunde. Da bin ich. Das sind für mich hier, das wären, wenn ich hier in einer Position dabei hätte, ja, je nachdem, wie weit ich halt vorne bin, aber es ist eigentlich eher Schmerz als Freude. Aber jeder, der halt das so handelt, der empfindet natürlich dann Freude. So, jetzt hier unten die Limits, 60 Kontrakte, die hier gehalten werden. Also jetzt wäre natürlich Zeit für den Final Push, dass man merkt, okay, ganz aggressive Limit-Käufer kommen hier rein, die ganz nah am Level schon Limits reinlegen, dass der Markt gar nicht mehr runterkommen kann. Das wäre halt ideal, wenn man das jetzt sieht und das hier vielleicht ja, so eine schöne lange, also ich. Die Kerze ist meistens dauert nur so 2, 3, 4, 5 oder 10 Sekunden. Ja, und dann fällt sie oftmals in sich auch wieder zusammen. Aber das wäre dann so das finale Feuerwerk, so puff. Und dann ab dafür. Ja. Genau, das wäre die Idee. Also das fehlt halt noch. Das wäre finale Grande. Mal gucken. Aber ne, ich hoffe, ihr konntet jetzt mit der Erklärung was anfangen. Wenn ja, dann lasst einfach mal im Video dann später einen Daumen nach oben da oder schreibt es mir hier in den Chat rein. So, bis 17:05 Uhr warte ich noch und dann hörst plopp. Also der Schmerz der Shorts wäre die Auflösung auf der Oberseite. Und ihr seht, man lässt ja im 1-Minuten-Chart nichts nach unten zu. Das heißt, wer jetzt hier rein optisch ein Short-Trader ist, würde ich hier gar nicht machen an der Stelle, ihr seht ja, wie die 1-Minuten-Kerze, und guck mal hier ganz oben auf der 62 schon wieder 100 Kontrakte im Limit. Man merkt so richtig, wie die Käufer nicht mehr reinkommen und die Shorts raus müssen. Also ich zumindest kann es richtig fühlen, wie der Markt hier gepresst wird. Klar ist immer, es kann natürlich immer mal sein, dass irgend so ein total Wahnsinniger herkommt und halt da richtig reinsmasht. Ja. Aber das hier ist, wenn hier noch dieser Chart hier angehen würde. Jetzt geht er. Mal gucken hier. Da läuft er hier. Hier sieht man jetzt, also das ist auf der rechten Seite das, man sieht hier, wie die Limits hier von unten sozusagen immer nachgeschoben werden und teilweise gar nicht gefüllt worden sind. Ja, und so schiebt sich der Markt hier nach oben. Aber es fehlt immer noch das Finale. Also das Finale ist noch nicht da. Jetzt komm.
Eine. Ah, jetzt ärgere ich mich, dass ich. Weil da gehe ich auch nicht raus. Da bin ich dabei, weil wenn man das aufnehmen kann, ja, wir hatten es ja vorhin gehabt, Trading ist auch Glaube. Ja, wenn man das so sieht, dann gehe ich da auch nicht raus, weil ich merke, da ist was im Busch. So, jetzt Finale kommen. Am Hoch. Es wird sicherlich einen Algo bestimmt geben, der auch am Hoch oder leicht darüber richtig reinhaut. Ich lösche nochmal auf 0. So, jetzt. Come on. Haben wir hier so einen kleinen Sweep schon gehabt. Also das heißt, da wurde nur auf einer Seite gehandelt. Also das heißt, der erste Verkaufsorder ist auf der 76 und gehandelt wurde bis zur 77,5. Aber das ist immer noch nicht das, was es braucht. So, jetzt hier 130 Kontrakte am Stück mitgenommen und jetzt wäre es Zeit, um das Finale zu machen. Come on. Aber hier oben rauszugehen ist auf alle Fälle keine Schande. Ja, schönes Ding. Aber das war mit, also in der Nachbetrachtung wirklich die Top-Bewegung schlechthin. Und wie gesagt, wer das so durchhandelt mit diesen Außenkerzen, klar, wir hätten hier die Position nicht weiter aufbauen können, außer man fühlt und sagt, okay, ich erwarte hier diesen Plop. Dann kann man das machen. Aber selbst wenn ihr von hier unten noch mal eine Position aufgebaut hättet, ja, sind das ja bis hier hoch, also bis dort runter mit Stop-Loss 40 Punkte. Ja, und theoretisch wäre ja immer noch die Position von hier unten auch noch nicht ausgestoppt mit 100 Punkten. So, jetzt gibt es doch jemand, der hier am Hoch rein. Also ich hätte mir so ein kurzes, ja, man hätte das dann hier gesehen in dem Chart, dass der Markt zumindest dann eher, ich habe jetzt zum Beispiel hier vorne, so sieht es eigentlich dann, das wäre so ein finaler Plop hier gewesen. Jetzt habe ich es wahrscheinlich zu überspult. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hier bin. Naja, also so ein finaler Plop wäre hier sowas da, das hier. Über so einem Hoch, dass der Markt dann so pusht, ja, sowas halt. Oder hier das hier. Das ist das am Hoch nochmal. So eine schnelle 20, 30 Punkte Kerze, das wäre halt ideal gewesen. Ja, kam jetzt noch nicht. Ging halt direkt dann konsequenter runter. Ja, also hier so Tannenbaum-mäßig. Naja. Gut, also manchmal ist es halt so, dass der Markt dann halt dann so parabolisch von so dann beschleunigt und dann hier gibt es einmal so und dann, ja, und das war's dann, da findet dann der ganze Algo-Handel dann da oben statt und dann ist Ende. Ja, aber war schon gut gemacht, muss man sagen. Ja. Also das heißt noch lange nicht, dass das Ende ist, ja. Aber war ganz gut gemacht. Gut. Ja, man wäre jetzt wahrscheinlich auch raus, wenn man hier unterstellt, im 1-Minuten-Chart hat es die erste Außenkerze rausgeholt. Manchmal nimmt man, kann man auch sagen, man nimmt zwei Außenkerzen oder wir können ja auch hier nochmal auf den 5-Minuten-Chart gucken und da seht ihr ja auch, wie konstant der Markt hier hochgezogen ist. Und wie gesagt, wessen Handelsziel das ist. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kerzen. Also 9 mal 5, ja, 40 Minuten. 45 Minuten am Stück nur steigende Kurse gesehen. Und wer da mit dem Trend handeln kann, mit dieser Außen-Candle-Thematik, der hat auf alle Fälle was gerockt. Wow, ich bin fertig für heute. Ich hoffe, das Webinar hat euch gefallen. Jemand hat schon geschrieben, eins der besten. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, wie gesagt, nächstes Mal wäre es die Idee, das auch noch zu handeln. Aber das ist nicht so einfach, ja. Also, ich sage mal so, ich glaube schon, dass ich hier und da von dieser, weil ich ja die Struktur ja auch erkannt habe, natürlich das dann auch, wenn ich für mich bin, durchaus auch mal handle. Ja. Ich da gerade noch Fragen reinkommen und ich natürlich euch jetzt nicht mit den offenen Fragen hier alleine lassen will, möchte ich doch nochmal die Fragen fix beantworten, weil sonst steht er da und könnten Sie die rechte Seite im Chart erklären, Volumen, Kauf, Verkauf. Achso, also die rechte Seite, da vielleicht auch mal googeln bei YouTube nach DOM, also DOM oder Depth of Market.
Genau, dann findet man dann auch, denke ich, Erklärungen dazu. Also prinzipiell ist das hier bei den meisten Orderbüchern sieht man nur, das wird nochmal ein, sieht man eigentlich immer nur das hier in der Mitte, also den Preis und das sind die Limit-Käufer, also der, die hier kaufen wollen und das sind hier die Limit-Verkäufer in Rot. Und damit sich ein Markt halt von A nach B bewegen kann, also damit er jetzt steigen kann, müssen alle Limit-Verkäufer weggehandelt werden, damit der Markt halt fällt, müssen die Limit-Käufer alle weggehandelt werden. Das hier ist der letzte Kurs, zu dem gehandelt wurde. Ja, und so bewegt sich dann der Markt halt hoch und runter. Und der Markt kann sich halt nur bewegen, nicht über Limits, also Markt kann sich über Limit-Verschiebungen schon bewegen, wenn die halt gelöscht werden, die Limits, aber prinzipiell brauchst halt immer aggressive Akteure. Und aggressive Akteure sind entweder Leute, die sagen, mir ist der Preis egal und ich will jetzt erkaufen oder ich muss jetzt erkaufen. Und der Markt steigt so wie jetzt gerade halt, weil die Kasse steigt. Deswegen steigt der Future und deswegen geht der Future durch das rein, durch auch, was an Limit reingestellt wird. Ja, und so bewegt sich halt der Markt den ganzen Tag hin und her. Fürs Trade Management ist es halt hier, wenn jetzt mal als Beispiel der Markt jetzt an der 61 mit den 65 Kontrakten, es wird jetzt hier nicht so laufen, dass der Markt hier drauf fällt, ja, und dann die hält und dann da weggeht. Das passiert eigentlich eher selten. Aber wenn der Markt halt durchgeht und vielleicht nur 3, 4, 5 Punkte fällt und wieder da drüber geht, dann kann man sagen, okay, hier gibt es einen Käufer in diesem Bereich, der vielleicht den Markt stützt und das passt dann wieder zum Kontext meiner Kerze auch. Und dann hätte man da eine Idee, warum der Markt da vielleicht da hält oder anhält und dann wieder steigt. Ja. Ja, und hier ist er da durchgegangen durch die Order und fällt halt erstmal weiter. Ja. Genau. Ganz tolles, sowas von lehrreich und nebenbei noch ein paar Pennies verdient. Ja, was war wie betreutes Traden heute. Klasse Sache. Super, danke dafür. Wie heißt der Chart, den man da gerade gesehen hat? Also der mit den Bubbles. Das ist ein, wenn man so will, gerade hier einen 2-Sekunden-Chart. Das Ganze kommt hier aus diesem Dom heraus. Und man sieht hier das historische Orderbuch. Ja, hier gab es jetzt gerade auch ein paar Stops von Long-Tradern, ja, wahrscheinlich hier in dieser schnellen Bewegung. Wie gesagt, ein so ein Strich hier, 2 Sekunden. Und ihr seht ja, was der Markt sich jetzt hier in den 2 Sekunden bewegt hat. Ja, also dass das hier 2 Sekunden sind das. Also von hier bis da in 2 Sekunden, das sind dann Stops. Ja, mit recht hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Das sind irgendwie 10 Punkte in 2 Sekunden oder so. Das ist dann schon, warum Stops? Es muss ja jemand Market verkaufen, jemand, der Short gehen will, der möchte ja gerne, dass er seine Position hier in so einem Bereich hier aufbaut, also da, wo der Markt halt hin und her geht. Ja, und hier eine aktive Short-Position einzugehen, das macht man eigentlich nur, wenn man im Zwang ist. Das sind wahrscheinlich hier Long-Traders von hier vorne. Ja. So, wenn halt viele Kontrakte gehandelt werden, dann entstehen diese Bubbles oder diese Blasen hier. Ja, genau. Und hier sieht man jetzt, wo halt die Limits mal lagen. Die werden dann auch wieder weggeschoben, aber manchmal bleiben sie halt sehr gut liegen. Und dann seht ihr das ja wie hier bei diesem Limit. Da hat der Markt halt ein paar Mal hier angehalten und kann auch sein, dass er dann halt mal davon wieder weggeht. Ja. Das sollte man jetzt aber auch nicht überbewerten, ist so ein bisschen so ein Gucken, ja, in eine ganz kleine Zeiteinheit. Ja. Hat jetzt hier und da schon auch einen Vorteil, ja, aber auch nicht immer, weil am Ende muss auch das gesamte Chartbild halt stimmen und man kann sich in so einem Chart ganz ehrlich auch verlieren, ja. Weil am Ende kriegt man hier auch von der Historie nichts mit, weil, was weiß ich, ein Algo, der hier zum Beispiel hier oben Short geht, da fragt man sich auch, warum geht hier oben vielleicht jemand Short oder verkauft hier oben? Klar kann man sagen, die Longs steigen hier aus, die hier drinnen sind. Ja, da sieht man hier diese Kauforder, weil es in dieser Bewegung sehr viele Bubbles sind, da wurde richtig gefightet. Man hat das aber auch gespürt, dass da in diesem Markt eine gewisse Sache abgearbeitet wurde, weil der Markt sehr konstant und konsequent und in einer gewissen Struktur nach oben gewackelt ist. Und das kann aber sein, das sehen wir dann nicht, wenn du nur in diesen Chart reinguckst, da denkst du dir, okay, warum fällt das? Aber der Grund kann sein, und der Algo, der weiß das natürlich, weil der ja nur seine Order aufgibt, der sagt, okay, ich bin hier an einem alten Tageshoch, was ich hier
auf der rechten Seite habe, bei 13.383 bin ich halt Short gegangen. Also habe ich verkauft. Also der Algo kriegt ja nur Kommando am Tageshoch von, weiß nicht, ob das jetzt ein Tageshoch ist, ist nicht, aber an dieser Linie verkaufe. So, und dann fängt der Algo an und verkauft. Und entweder fällt der Markt halt doll oder wenn ganz viel Gegenwehr ist, dann fällt der Markt gar nicht und der Markt, obwohl der Algo verkauft, läuft dann nur seitwärts. Weil auf der anderen Seite die ganze Zeit hier jemand kauft, wie doof. Ja, mit Limits kaufen, 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 egal was hier ist, kaufen, runter, kaufen, kaufen, kaufen. Und dann gibt es halt wieder den Plop auf der Oberseite. Ja. Genau. Und das ist hier ganz typisch für den Beginn solcher Bewegungen, ja, dass der Markt halt hier tief rausnimmt, schnell steigt, tief rausnehmen und dann hier. Und das war ja dann der Start des Trends auf der Oberseite für die letzten Minuten. Ja. Genau, bis hierhin. Sowas nutze ich halt auch dann, wenn ich sowas sehe, dass wenn der Markt an sowas anhält, dann haue ich ja auch ein paar Trades rein. Das mache ich schon auch. Ja. Gut. Dann hätten wir es für heute. War ein super Webinar. Ich bin mal gespannt hier, was am Tief dieser 5-Minuten-Kerze hier passiert. Ist eine Kerze ohne Lunte oftmals ein Ziel, wenn der Markt sowas ansteuert? Wie hat der Doc Hilger gesagt? Mit Klatze. Skinhead Candle, hat er gesagt. Ja. Musste ich letztens richtig schön lang. Zumal ich habe ja auch keine Haare mehr. Also noch ein Skype draufgesetzt. So, also das, wie gesagt, ja, eine schöne Struktur. Wer ist im 1-Minuten-Chart, wäre dann sicherlich raus. Jetzt haben wir hier den Switch von aufwärts auf abwärts. Jetzt haben wir das gleiche Spiel auf der Gegenseite aktuell. Muss man natürlich jetzt aufpassen, denn die Gegenseite ist auch aktuell erstmal nur die Korrektur dessen, was wir vorher gestiegen sind. Muss man halt aufpassen. So, ich mache trotzdem das mal rot. Ja, und im Trend wird das Ding halt auch wieder rausgenommen, so wie wir das vorhin halt auch erlebt hatten. Ja. Gut, dann haben wir heute sehr ausführlich das Thema Außenkerze gehabt. Und im Übrigen, wenn ihr wahrscheinlich auf die Seite geht von FX Flat auf den YouTube-Kanal und ich weiß gar nicht, habe ich da eine eigene, ich glaube, ich habe eine eigene Playlist, ne? Wenn Ja. mich nichts täuscht. Ja, ne? Genau, habe ich richtig gesehen. Dann ist es so, es gibt auf alle Fälle einen Ausbildungsanteil mit Außenkerzen. Den könnt ihr euch nochmal reinziehen, weil ich bin mir relativ sicher, dass wir das Thema nämlich schon mal behandelt hatten. Und ich scrolle hier ganz schnell durch. Candle ohne Docht und Lunte haben wir auch behandelt schon. Und Außenkerzen, hier, ich mache es mal kurz an. Außenkerze habe ich auch schon behandelt. Wie gesagt, nachdem das Webinar ist vom, schade, das habe ich jetzt nicht mehr da. Ich habe das gelöscht, sonst hätte ich euch das gesagt. Aber hier, ich hau mal kurz die Außenkerze rein. Ich merke, ich bin wieder voll drin hier. So. Super. Ja, schlimm mit mir. Also hier auch das Thema der Außenkerzen. Und ich glaube, ich weiß leider nicht, wie lange es her ist. Und hier ist auch nochmal das Thema mit diesen Außenkerzen. So, hier sieht er mal einen ganz langen Trade. Achso, das war hier Impulskerze, erste 5-Minuten-Kerze. Aber das könnt ihr ja kombinieren mit den Außenkerzen. Aber ihr seht, welche Strecken hier der Markt denn hier ablaufen kann. Also egal, ob hoch oder runter. Das ist dann schon brutal. Ja. Genau. Also das hier unten ist es, Oktober, der 6. Oktober. Nee, ach nee, es muss ja nicht der Tag gewesen sein. Ah, schade, wo das Beispiel her ist, muss ja nicht der Tag gewesen sein. Aber es kann durchaus sein, dass es vielleicht sogar der Tag halt war. Naja, müsst ihr mal gucken, aber es ist auf alle Fälle letztes Jahr gewesen. Ihr werdet es finden, ich vertraue da auf euch. Gut, jetzt aber nun endlich, 17:19 Uhr. War mir eine Ehre, dabei zu sein. Ich hoffe für euch auch. Ich bin demnächst dann wieder für euch da. Ich habe hier im September dann, am 14, da 14. müsste es September, sein. genau, 14. September wieder ein Mittwoch. Ich wünsche euch bis dahin erfolgreiche, gute Trades und vielleicht konnte ich euch ein bisschen was mit auf den Weg geben für den Handel in den, ja, in den Indizes, wie zum Beispiel hier den Nasdaq Future.
Ihr könnt gerne über meine Webseite, wenn ihr sagt, okay, ihr seid noch gar kein Kunde bei FXFed und ihr wollt Futures handeln, habt ihr die Möglichkeit natürlich auch über die Seite, über meine Homepage mit dem kleinen, wie sagt man so, Vorteil bedient zu werden. Denn ihr könnt euch da, wenn es zustande kommen sollte, durchaus hier bei der Kontoeröffnung, wenn ihr darüber geht, Coachingstunde kostenfrei, nutzen einige, also wo man einfach mal redet und dann kann man gucken, ob ein Coaching halt zustande kommt und wenn das auch noch zustande kommen sollte, ist auch nochmal eine Stunde for free. Aktueller Wert der Stunde 269 €, das ist mein aktueller Stundenpreis und von daher, wer das nutzen möchte, hat auf alle Fälle den Vorteil auf seiner Seite, denn im Einkauf liegt der Gewinn, wie man so schön sagt. In dem Sinne gebe ich jetzt mal aber ab wieder zum Nelson zu FX Flat und wünsche euch einen schönen Feierabend, allzeit gute Trades und dann bis spätestens September oder man sieht sich hier und da auf den Fluren des Internets. Bis dahin, ciao, ciao, euer Heiko. Ja, ich habe keine Worte für das Webinar heute. Im Chat ist schon alles gesagt. Also mega, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir nochmal extra Zeit genommen hast. Ja, echt, wir versuchen da die Aufzeichnung so schnell wie möglich online zu stellen und dir natürlich noch einen erfolgreichen und noch einen schönen Tag und natürlich auch lieben vielen Dank an alle Teilnehmer, die heute so lange dabei waren und interessiert hier zugehört haben und auch mitgemacht haben im Chat. Vielen Dank auch dafür. Ebenfalls einen erfolgreichen Tag, einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Und Heiko hat schon gesagt, 14. September geht es dann mit der Webinarreihe weiter. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Also bis dahin, alles Gute, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.